Der Walker-Streamer Jungfeldsalat hat auf mich reagiert. Ich hatte ja gesagt, ich würde meine Reaktion auf die Walkies auf ein Minimum Natürlich gibt's beschränken. da. Und das hatte ich auch eigentlich vor. Aber die gute X-Wort-Else, also jemand aus meiner Community, hat sich die Mühe gemacht, eine ganze YouTube-Playlist mit Jungfeldsalats Reaktion auf mich und Gregor hier im Talk zusammenzustellen. Und da dachte ich, okay, wenn sich jemand die Mühe macht, dann schauen wir da mal kurz rein und schauen, was Jungfeldsalat zu sagen hat. Also wenn er nichts zu sagen hat, wenn er keine Punkte bringt, wenn es langweilig wird, dann spulen wir einfach ein bisschen weiter. So würde ich das handhaben. Und ich bin heute nicht alleine. Also die, die den Stream schauen, die wissen das ja schon. Sella ist auch mit dabei. Ja, hallo. Mal wieder auf den Jungfeldsalat reagieren. Bin gespannt, was er zu deinem Talk mit Gregor zu sagen hat. Bin ich auch gespannt. Also letztes Mal bei Nightcap Du bist ja mittlerweile ein sehr beliebter, ja, wie soll ich sagen? Ein sehr beliebtes Objekt oder Subjekt bei den, in Anführungszeichen, Woken, ne? Die reagieren ja sehr gerne aktuell auf dich, würde ich nur sagen. ja, die scheinen mich irgendwie zu hassen. Ich meine, die wollen sich mit meinen Argumenten auseinandersetzen. Beispielsweise behaupten sie, ich würde literally Hitler in die Macht bringen wollen. Also was Neitan sich letztens ausgedacht hat. Also wirklich komplett wahnsinnige Lügen, die diese Leute normalerweise über mich verbreiten. Aber ich bin gespannt, Jungfeldsalat gehört vielleicht zur gleichen Bubble, aber er ist ja nicht Neitan. Vielleicht ist er ein bisschen redlicher. Also ist nicht schwierig, redlicher als Neitan zu sein, aber schauen wir mal. Okay. Also das ist doch auch statistisch signifikant. Also das Mensch, das Armut, also das sagen doch alle. Also das habe ich jetzt, das ist ja ein Take, den der kommt jetzt nicht nur aus einer bestimmten politischen Richtung. Ich habe auch einen Imp schon sagen hören oder ein Kuchen-TV irgendwie. Ja, natürlich macht Armut kriminell, so. Also natürlich spielt das eine Rolle. Ja, da würde, glaube ich, niemand widersprechen. Und dein dem oder deine deine de, de, ne, welche Familie du geboren bist, spielt eine Rolle, ob du arm wirst zum Beispiel, ne? Und diese Sachen spielen wiederum in Statistiken rein, ne? So, es gibt auch Feldsalat Sta ist viel lauter, schreibt gerade einer im Chat. Gut, dann schalte ich nochmal ein bisschen leiser. Sella, Aber siehst du du kannst dich, glaube ich, sogar noch ein bisschen lauter stellen. Also noch dann lauter? schalte Oh, ich. warte mal, da muss ich das Mikro ein bisschen rannehmen. Dann schalte ich ihn mal so, da müsste das jetzt Aber passen. siehst du, das sind zum Beispiel Takes, wo ich sage, ja, da hat er einen Punkt auf jeden Fall. Das ist nicht, hat doch nicht Unrecht. Es Ja, spielt schon eine natürlich, Rolle, aber ob da würde ich du, auch nicht ne, das kann widersprechen. man ja auch Statistik, das kann man ja auch statistisch auch beobachten, ne? Ja, da würde ich Dass auch nicht Leute, die widersprechen. in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen, dann auch eher die Chance haben, arm zu werden, sage ich mal, wenn sie Also erwachsen sind. du siehst es doch in den Industrieländern. Also die Länder mit der höchsten Ungleichheit, die haben auch eine höhere Mordrate. Ich meine, die Länder mit der höchsten Mordrate auf der ganzen Welt, was sind das? Das sind die lateinamerikanischen Staaten. Das sind nicht irgendwelche Kriegsgebiete, das sind die lateinamerikanischen Staaten, eben weil dort so ein massives soziales Elend herrscht. Und selbst die USA haben eine verhältnismäßig hohe Mordrate für ein Industrieland. Also das liegt natürlich auch mit daran, dass da Schusswaffen so leicht verfügbar sind, aber trotzdem, das liegt und es liegt auch mit daran, dass da so eine extreme soziale Ungleichheit herrscht. Ja, auf jeden Fall. Statistiken zum Beispiel, die darlegen, dass wenn du zum Beispiel in Arbeiterfamilie geboren bist, dass die Chance, dass du ein erfolgreiches Studium absolvierst, wesentlich niedriger ist, als wenn du in eine Akademikerfamilie geboren bist. Das heißt, je nachdem, wo du reingeboren bist, hast du andere Startvoraussetzungen. Wie stark du marginalisiert oder diskriminiert bist in der Gesellschaft, hat Auswirkungen auf dein Selbstbewusstsein, auf das, was du erreichen kannst, auf das, was du überhaupt technisch gesehen erreichen kannst, weil dir. Ja, das stimmt alles, Aber aber da widerspricht inwiefern? ja auch niemand. Ja, und inwiefern hat diese vernünftige materialistische Analyse jetzt was mit diesem identitären Schwachsinn, den uns die Walkies ständig erzählen wollen, zu tun? Lassen wir Jungfeldsalat, glaube ich, mal ausreden. Ich glaube, wir lassen mal einige Minuten durchlaufen und unterbrechen nicht dauernd. Barrieren geschaffen werden, ne? Und das nicht anzuerkennen, das ist halt einfach. Wir stimmen ihm die ganze Zeit zu und jetzt unterstellt er mir, dass ich das leugnen würde. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar auf diese. Also, Chat, was, Chat, wie nennen wir das hier? Wie nennen wir das hier? Richtig, völlige ideologische Verblendung. Es ist unfassbar. Wir stimmen gerade die ganze Zeit zu in der Reaktion und jetzt unterstellt ihr mir einfach, ich würde das leugnen. Das ist halt einfach Du realitätsverwerfend. hast ja Ja jetzt, du magst es, weil. gerade eben auch schon bevor er das zu Ende geführt hat, gesagt, dass wir da, ne, zustimmen ihm.
in der Hinsicht. Weil, also, das widerlegt ja auch eigentlich deinen Punkt gerade, dass du das so sehen würdest. Weil wir haben es ja sogar vorher schon jetzt eben angesprochen, dass wir dazu stimmen. Also, Torquat lost zur Unterstellung einfach wieder. Ja. Beispiel nicht USA, hast gesagt letztes Mal, dass du da nicht so im Bilde bist. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, von wann die Statistik ist, aber es wird sich in den letzten 7 Jahren nicht so viel getan haben, ich nehme das jetzt ungefähr von da, dass irgendwie die mediane schwarze Familie ein 36stel vom Haushaltsnet, also Net Worth hat, von der medianen weißen Familie. Das ist ja das, okay. Abu macht nicht kriminell, Armut wird kriminalisiert. Reiche Kapitalisten klauen auch die ganze Zeit. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Was ich sagen will ist, wenn du arm bist, dann steigt natürlich das Potenzial, dass du, wenn du nichts mehr zu fressen hast, das irgendwie beschaffen musst, ne? Weil du ansonsten hungerst, ne? Und das lässt natürlich das Potenzial steigen, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht mehr gesetzeskonform sind, weil du irgendwie überleben musst. Ne? Das wollte ich einfach nur damit sagen. Das gilt natürlich nicht für alle. Und das ist natürlich auch ein Stigma, was dadurch befeuert wird, dass arm gleich kriminell ist. Aber das ist natürlich nicht so. Nur Armut begünstigt natürlich, dass eine Toleranzgrenze, was Gesetze angeht, halt sich ein bisschen verschiebt. Ne? Und du sagst, ey, bevor ich hunger, so, you know. Das ist so offensichtlich, wie es geht. Dass da ein ökonomisches Ergebnis, die Ungleichheit, mit identitären, also identitätsmäßigen Merkmalen, in diesem Fall der Hautfarbe, korreliert. Ja, aber selbst da lässt sich das nicht zu 100% auf Rassismus zurückführen. Natürlich nicht, Intersektionalität, würde ich nicht widersprechen, aber trotzdem ist das ja ein Problem. Ja, was heißt nicht mal zu 100%? Ich würde vermuten, zum Großteil nicht auf Rassismus. Du hattest tatsächlich eine reale Diskriminierung von Schwarzen in den USA und eine Segregation bis in die 60er Jahre. Mhm. Und das ist in den letzten Jahrzehnten deutlich, deutlich zurückgegangen, aber da Ungleichheit im Kapitalismus halt von Generation zu Generation perpetuiert wird, ja. Und die intergenerationelle Einkommenselastizität in besonders ungleichen Ländern wie den USA, die bis vor 50 Jahren, wie gesagt, zumindest in Südstaaten noch ethnisch segregiert waren, extrem gering ist. Ja, Hautfarben, also rassistisch. Halt von, ja, vererbt sich das halt von Generation zu Generation. Klar, und wenn ich jetzt in Amerika in einer Talkshow sitze, ja, und sage, dass das ein Problem ist und das... Hier hast du eine materialistische Analyse, inwieweit sich sowas auch, weil identitäre Merkmale früher zur Diskriminierung genutzt und weiter vererben kann, ohne dass Rassismus eine zentrale Rolle spielen muss. Mhm. Ja, aber weiß ich jetzt auch nicht, warum er da den Kopf schüttelt. Was war jetzt daran falsch? Also, ich würde es gerne wissen, mal gucken, ob er dazu jetzt noch was sagt. Aber irgendwie sagt er dazu nichts. Vielleicht einfach nur aus Prinzip. Vielleicht ist er einfach nur aus Prinzip dagegen, was du sagst. Weiß ich nicht. Wollen. Also meine Lösung wären jetzt Reparations, nicht im Sinne von Auszahlungen an die, also nicht auf Überweisungen, sondern ich würde als Staat in diese Communities fiskalisch hineingehen und Investitionen. Danke für das Abonnement. Fördern. Ich würde denen bessere Bank, aber das wäre zum Beispiel jetzt meine Lösung. Wir müssen da jetzt nicht drauf eingehen. Und wenn ich jetzt aber sage, aber wir müssen trotzdem verstehen, dass das ein Resultat von hautfarbenbezogener Diskriminierung ist, wäre das für dich auch schon wokistisch und ganz schlimm? Ja, das wäre ja eine historische Feststellung, die sich auf die Situation von vor über 50 Jahren bezieht. Also wenn ich sowas feststelle, eine identitätsbezogene Unterdrückung, wo du sagst, das stimmt, dann ist okay. Mal ja. Von der ich, wie gesagt, bezweifeln würde, dass die heute noch so existiert. Soll ich dir die Studie nochmal schicken, die ich dir letztes Mal geschickt habe, von wegen Policing? Also und Policing... Und das ist was sich irgendwie wie ein roter Faden immer durch die Debatten zieht, dass der Agitator einfach wissenschaftliche Erkenntnisse nicht akzeptiert und sagt, ja, okay. Dann sage ich dazu jetzt nichts mehr, aber vorher halt irgendwie behauptet, dass das nicht so wäre. Ne? Keiner sagt, dass wir immer noch Zustände haben in den USA wie in den 50er, 60er Jahren, wo Menschen versklavt wurden aufgrund ihrer Hautfarbe, so. Weil sie schwarz sind, so, aber das bedeutet doch nicht, dass wir heute, auch wenn das praktisch so nicht mehr durchgeführt wird, nicht immer noch strukturellen Rassismus reproduzieren als Gesellschaft und dadurch Menschen benachteiligt sind, immer noch. Also, das hat einer mit dem anderen nichts zu tun, nur ich sage, hey. Das ist das, was die Wokies unterstellen. Aber ja. Ich bin der Meinung, dass sie dafür eben keine vernünftige Begründung haben. Ungleichheiten vererben sich im Kapitalismus ohne rassistische Diskriminierung weiter. Schwarze sind, also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, nicht mal im YouTube-Video gesehen, also ich weiß gar nicht, warum wir so viel über die USA reden. Ich glaube, wenn Jung Pfälzer hat, die durchspulen wir auch gleich mal weiter. Schwarze sind in den USA überdurchschnittlich an Raubüberfällen, an Morden, Straftaten. An Straftaten beteiligt, also in Situationen, wo sie potenziell Opfer von Polizeigewalt werden können. Aber im Verhältnis, also die Schwarzen sind verhältnismäßig häufiger Opfer im Verhältnis zur gesamten Bevölkerung, als sie Täter im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung sind. Also
Die Schwarzen, die werden, also die sind, die werden ursprünglich, die werden überdurchschnittlich viel Opfer, wenn man es ins Verhältnis zur Gesamtbevölkerung setzt. Aber das liegt eben nicht daran, dass die Polizei so böse rassistisch ist, sondern dass die Schwarzen in so elendigen Verhältnissen leben, dass die Schwarzen eben, dass sie eben so überdurchschnittlich kriminell werden. Also Armut schafft Kriminalität, das hatten wir schon. Also wenn du in einer perspektivlosen Nachbarschaft wohnst, die von Gangs dominiert wird, dann wirst du halt eher kriminell. Das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun. Das hat einfach etwas damit zu tun, dass es, wie gesagt, diese rassische Diskriminierung früher gab. Und wie gesagt, also diese halt Unterschiede, die verschwinden ja nicht von heute auf morgen. Also wenn du da früher eine schwarze Community hattest, dann hast du die heute auch noch. Aber daraus jetzt zu Schlussfolgerung, heute gäbe es noch Rassismus. Das ist einfach Unsinn. Korrelation existiert keine Kausalität. Also natürlich gibt es Rassismus noch und auch strukturell. Vielleicht auch wir sind so bei strukturellen. Strukturellen Unterschwelligen. Ja, ja. Also wie gesagt, ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich will jetzt nicht zu sagen, aber ich bin ja aktuell in der Pädagogik und auch da sehe ich Kinder aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe diskriminiert werden. Also das gibt es definitiv, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir in den letzten Jahren trotzdem gute Schritte gemacht haben, oder? Also ja, aber wir waren ja gerade in den USA. Und gerade da, wie gesagt, dieses Narrativ von einer rassistischen Polizei, das halte ich bei den Informationen, die ich habe, halt für ziemlich, ziemlich einseitig. Drin, ehrlich gesagt. Ja, ja, da gibt es ein interessantes Video drin. Da müssen wir vielleicht mal darauf reagieren an einer anderen Stelle. Da gab es ein interessantes Video zu mit interessanten Statistiken, aber nicht heute, nicht heute. Wie gesagt, Schwarze begeben sich häufiger in Situationen, wo sie Opfer von Polizeigewalt werden könnten, beispielsweise Raubüberfälle oder Morde. Und sind im Verhältnis, oder Körperverletzung, sind im Verhältnis dazu aber nicht, also sogar unterrepräsentiert. Also wenn man das jetzt als alleinigen Faktor nimmt, es gibt noch andere Faktoren, natürlich. Aber wenn man das jetzt als einen entscheidenden Faktor nimmt, dann sind Schwarze sogar unterrepräsentiert bei den Opfern von Polizeigewalt. So habe ich das in dem Video verstanden. Darauf können wir dann an anderer Stelle nochmal reagieren. Ja, also ich wollte nur kurz anmerken, ich habe hier PNs, ich antworte euch dann später nach dem Stream, weil ich habe gesehen, mir haben gerade Leute geschrieben. Ja, der Faktor ist Armut, ich zustimme. Wie gesagt, die Hautfarbe spielt nicht die entscheidende Rolle, meiner Meinung nach, und auch struktureller Rassismus nicht. Kann ich falsch liegen, ich bin jetzt nicht so tief in den USA drin, ich weiß auch gar nicht, warum Gregor das hier schon wieder auf die USA gelenkt hat, aber ja, da kann man halt so eine Rassendiskussion besser aufmachen als hier in Europa. Hey, Entschuldigung, wir sollten uns da hinterfragen, wir sollten besser werden. So, natürlich haben wir schon was erreicht, was das Thema Rassismus angeht, aber wir sind immer noch nicht am Ziel angekommen, Leute werden immer noch benachteiligt, dann ist das doch nicht woke, Digga, das ist doch einfach nur normal. Also ich sage ja, ich find's kacke, dass Leute aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit benachteiligt sind. So. Und das hat auch ich weiß nicht, gesagt, was Akitato sich da ableitet oder. Ja. Ich frage mich, was er sich da gerade ableitet, das hast du doch gar nicht gesagt. Er vermischt deskriptive und normative Ebene. Das ist noch nur Rassismus. Wenn ich einfach beschreibe, dass struktureller Rassismus wahrscheinlich nicht der entscheidende Punkt ist. Wie gesagt, die Indizien, die ich jetzt gesehen habe, ich habe jetzt nicht dutzendfach wissenschaftliche Studien dazu gelesen. Ich habe mich einfach grob dazu informiert. Kann auch sein, dass ich da die falschen Quellen hatte. Keine Ahnung. Wie gesagt, das hier ist jetzt ein lockeres Reaktionsvideo. Ja. Ich will da jetzt nicht zu tief in dieses Thema einsteigen, aber meine Güte, die deskriptive und normative Ebene zuerst zu vermischen und mir dann irgendeinen moralischen Vorwurf zu machen. Ich glaube, das war's aber für die Reaktion. Da können wir auch schon zur nächsten weiterspringen. Aber da wären wir auch wieder bei dem Thema Bad Face. Ne? Man interpretiert immer das Schlechtmöglichste bei dir rein dann. Oder und so weiter, ne? Aber lass uns das. Ja, exakt. Gar nicht vertiefen. Mir ging es nur um den Gedankengang. Wenn ich feststelle, dass da eine Ungerechtigkeit ist, dann ist es ja wohl erlaubt, darüber nachzudenken, ob es dafür Lösungen gibt oder Lösungsansätze oder Marktregulierungen oder sonst was, um einfach mehr Gerechtigkeit herzustellen. Ob man jetzt einen Wessi-Pass oder einen Ossi-Pass, das ist gar nicht meine Frage. Mir geht es nur darüber, ob es erlaubt ist, darüber zu diskutieren. Und das finde ich das auf jeden Fall. Bei Wessis und Ossis, das war mein Beispiel, das können wir, glaube ich, auch überspringen. Irgendwo einzuziehen oder. Sorry, dass ich da jetzt so durchspringe. Die ganze Reaktion wäre einfach zu lang, um da heute Abend noch drauf zu reagieren. Aber ich fände es jetzt, wie gesagt, X-Word Else hat sich die Mühe gemacht, das zusammenzustellen, deswegen reagieren wir jetzt darauf, wenn da was Interessantes drin ist. Dinge zu bekommen. Wenn man denkt, was Leute mit Kevins und Chantals assoziieren, ist es im Endeffekt Klassismus. Im Endeffekt ist es Klassismus, ja. Im Endeffekt, ja. Man sagt halt, ja, es sind halt Unterschichtkinder, ne? In ganz dicken Anführungszeichen an der Stelle. Und das ist ja nicht nur Kevin, ne? Da zählen auch andere Namen dazu. Justin, was gibt's denn noch? Björn und sowas, ne? Aber das liegt doch nicht daran. Also wir leben in einer Klassengesellschaft. Das ist nahezu
menschlich, dass ich da, Mensch, also das ist normal in menschlichen Gesellschaften, dass sich zwischen verschiedenen Schichten, zwischen verschiedenen Klassen, dass sich da eine Abneigung der Klassen gegeneinander herausbildet. Also wenn du willst, dass das weniger wird, dann musst du dich für eine Verminderung der Klassengegensätze einsetzen. Das mache ich ja ganz offen. Wenn du willst, dass es komplett verschwindet, ja, dann musst du dich für eine klassenlose Gesellschaft einsetzen, mit allen Konsequenzen. Wenn du willst, dass das komplett verschwindet. Aber da kannst du. Was sagst du zu einer klassenlosen Gesellschaft? Wie gesagt, halte ich für unrealistisch. Also. Das war's. Na gut, ich sag mal so, die, wenn man ganz, ganz weit in die Geschichte zurückgeht, das haben wir ja mit Marlon auch gesprochen. Also, wenn man jetzt so zu den Höhlenmenschen, Urzeitmenschen oder Neandertalern so zurückgeht, die haben ja auch quasi in der klassenlosen. Also, gab es vielleicht so einen Alpha-Mann, aber theoretisch haben die sich alles eingeteilt, die Arbeitseinteilung, ne? Vielleicht, weiß ich nicht, die Frauen haben Bären gesammelt, die Männer sind jagen gegangen, aber im Grunde war das klassenlos in dem Sinne, oder? Also ja, es gab natürlich Klassen im Sinne von Arbeitern, jeder hat vielleicht so seinen Teil gemacht, jeder hat vielleicht so seine Arbeit gehabt, aber so an sich gab es ja direkt keine Klassen in dem Sinne. Vielleicht ein Anführer, ja, okay, aber das waren also da hat es ja funktioniert. Das waren Gruppen von einigen hundert, beziehungsweise einigen Dutzend Leuten. Ja, das klar, heißt, wenn du das jetzt... Da lässt sich das... leichter machen als in einer Gesellschaft mit mehreren Millionen. Genau, das ist natürlich der Punkt, ne? Das ist ein guter Punkt. Das waren natürlich dann auch kleinere Gesellschaften in dem Sinne. Also natürlich in kleineren Kommunen, sag ich mal, würde sowas funktionieren, aber wenn du das natürlich auf die ganze Menschheit, wenn man es jetzt wirklich übertreiben will, quasi anwenden, versuchen würde anzuwenden, das ist dann, glaube ich, ja, eher schwieriger. Ich glaube, wenn du über das Thema mal debattieren willst, also ich hatte ihn ja schon mal zu Gast, da musst du Fabian Lehr anfragen. Oder Morphe. Mit dem würde ich auch gerne mal reden. Das sind die zwei. Ja, den kann man auf Instagram tatsächlich anschreiben. Aber ich glaube, der ist zu. Ich habe ja euer Gespräch auch gesehen. Ich glaube, der ist zu. Also ich kann da intellektuell einfach nicht. Ich bin zu wenig drin in der Materie drin, um darüber zu reden. Weißt du, das ist halt der Punkt. Ja, ich habe ja zuerst auch schon ziemlich naive Fragen gestellt, damit wir überhaupt reinkommen. Und dann sind wir genau in die ökonomische Analyse gekommen. Und dann musste er leider weg, deswegen konnten wir die Debatte nicht fortsetzen. Aber das war. Ich mag den, ich würde auch gerne mal mit dem reden. Ja. Das ist. Ne, wie gesagt, das, also ich. Also, weil viele auch sagen, diese Wokisten, die sind ja linksradikal und deswegen ist das so unsympathisch. Man sollte mit Extremisten, mit Radikalen nichts zu tun haben. Es gibt total sympathische Linksradikale. Also, ja, er bezeichnet sich ja auch als links. War das nicht so, als linksradikal? Oder, also Kommunisten. Ja, Kommunisten sind natürlich linksradikal. Also viel weiter links geht nicht. Ja. Naja, Anarchisten vielleicht noch. Obwohl, nee, es gibt ja auch diese Libertären, wie heißt das, Anarcho-Kapitalisten oder so. Das ist ja komplett lost eigentlich, oder? Wenn da hatte ich auch schon welche zu Gast, also mit denen habe ich ja, auch wir hatten ja mit Cowboy geredet. Also selbst mit denen kann man viel, 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 viel vernünftiger debattieren als mit den Walkies. Das wollte ich also du kannst dir irgendeinen Rechtskonservativen holen, du kannst den Libertären holen, du kannst den Kommunisten holen, du kannst den Anarchisten holen, mit ausnahmslos jedem kannst du besser reden als mit den Walkies. Woran liegt das nur? Das muss man, dann siehst du, da sage ich da pauschalist nämlich auch nicht, das muss ich die Konservativen und Rechten zugutehalten, mit denen kannst du vernünftig normalerweise reden mit den meisten. So, das sage ich zum Beispiel auch, du ist auf jeden Fall eine bessere Konversation möglich in den meisten Fällen als mit einem, weiß ich nicht. Ja, man kennt die Pappenheimer. Ja. Björn, tatsächlich nicht so stark wie Namen, die nicht deutsch klingen, aber auch da geht's schon los, wo Leute schon anfangen zu sagen, und auch andere Namen, Vornamen, ne? Das müssen nicht nur englische sein, ne? Gehen auch andere. Wie gesagt, ist auf jeden Fall ein diffiziles Thema, ist von Name zu Name unterschiedlich, hat auch was mit der Sozialisierung zu tun, aber ja. Menschen bilden sich aufgrund ihrer Erfahrung. Justus bekommt auch einen Schnitt bessere Noten als Justin. Und man kann es auch ableiten, wenn ich euch sage, ja, da vorne ist so ein Justus, deswegen funktioniert das ja zu sagen, da vorne dieser Justus. So, da weiß jeder direkt, ich meine Juppie. Ich meine, typischer Klischee-Juppie, der gar mit dem Pulli über der Schulter, ne, Polohemd an. Ihr wisst doch, was ich meine. So, das ist halt einfach so eine stereotype Vorstellung unter einem Vornamen. Und das geht halt in die Richtung Justus halt so Juppie-mäßig, dass er so nach oben treten. Aber wenn du zum Beispiel sagst, da vorne, da steht halt so ein Kevin oder so ein Dustin, so, dann hast du sofort auch ein anderes Bild im Kopf, was halt sehr stigmatisierend ist. Das ist halt das Phänomen. BWL Justus, ja, genau. Und was ist bei Das Problem ist, sind ja aber die materiellen Verhältnisse. Also, dass es eine Klassengesellschaft gibt. Und nicht dieses konstruktivistische, diese Bilder bilden sich im Kopf. Ja, diese Bilder bilden sich aufgrund der materiellen Verhältnisse. Wenn du eine Klassengesellschaft bist, dann wirst du Klassismus haben. Und je extremer die Unterschiede, desto extremer der Klassismus.
Also das ist doch jetzt echt nicht so schwer zu verstehen. Und wenn sich das anhand identitärer Linien spaltet, wie in den USA, weil dort Schwarze bis vor 50 Jahren noch diskriminiert wurden, dann wirst du da halt noch Rassismus dazu ernten. Beziehungsweise Rassenhass gegenseitigen. Also das ist doch jetzt echt nicht so schwer zu verstehen. Es gibt auch Namen, die keine Stigmatisierung aufweisen. Ne? Alexander auch. Wenn jemand Alexander heißt, da ist das der maximal privilegierte Fall wahrscheinlich. Ne? Und dann gibt es halt eben Abstufungen. Intersektionalität halt. Ronny zum Beispiel ist auch ein krass. Gott. Das ist Intersektionalität, ne? Der Kevin steht auf der Diskriminierungsskala viel weiter unten als der Mehmet, aber das liegt auch daran, dass das eine Klassismus ist und das andere Rassismus. Und da geht es nicht darum, dass die einen wichtiger sind oder unwichtiger. Und das ist das, was viele unter Intersektionalität falsch verstehen. Intersektionalität bedeutet, dass ich nur die Realität anerkenne, dass es einfach eine extreme Häufung gibt an Diskriminierung, wenn du eine bestimmte Eigenschaft erfüllst. Das ist Intersektionalität. Daraus leitet sich keine Überlegenheit oder sonst was ab, ne, was viele immer da rein interpretieren von außerhalb. Daraus nicht. Intersektionalität beschreibt ja nur deskriptive Aussagen. Die Wokisten setzen da eine Ideologie drauf, die normative Aussagen trifft. Also bei mir vermischt er diese beiden Ebenen. Und hier kann er das plötzlich so unfassbar sauber auseinanderhalten. Also das ist seltsam. Ja, das ist halt, es ist halt Bad Face, ne? Wie man so schon sagt. So, Intersektionalität bedeutet einfach nur, ey, ich akzeptiere die Lebensrealität von Menschen mit verschiedenen Merkmalen. Oder ich respektiere das. Die zu politisieren, halte ich für einen grundlegenden Fehler. Wieso? Es gibt sehr viel. Genau, Leute haben da leider echt eine unbewusste Skala im Kopf. Das ist wirklich die Peter Griffin Color Scale. Ja, die nimmt es ja so ein bisschen auf den Arm, ich weiß, was du meinst. Die nimmt es ja so ein bisschen auf den Arm, weil das missinterpretiert wird. Weil im Endeffekt geht es nicht darum, zu sagen, erfährst du Diskriminierung, so, weil das ist klar, ne? Das ist ja auch wissenschaftlich festgestellt, das ist ja auch gemessen. Sondern die Frage ist einfach nur, bin ich mir bewusst? Ein Hoch auf die Wissenschaft. Man kann Diskriminierung messen. Halleluja. Du kannst Ungleichheiten messen. Aber ob sie an wirklich Diskriminierung gegenüber bestimmten identitären Merkmalen ursächlich dafür sind, das kannst du nicht messen. Das ist eine Behauptung, die dann im nächsten Schritt aufgemacht wird. Ja, ich würde ja gern mal, woran du das messen kannst. Also da, was wäre ich im nächsten Ungleichheiten messen. Du kannst Ungleichheiten messen. Aber Diskriminierung, meine ich. Du kannst ja behaupten, diese Diskriminierung lässt sich, diese Ungleichheit lässt sich auf Diskriminierung zurückführen und man kann Diskriminierung messen. Das ist dann wieder dieser Schritt, dass man da eine Erklärung liefert, die stark ideologisch ist, die dann später stark moralisch aufgeladen wird. Ja. Dass eine Frau in einem gewissen Maß diskriminiert wird, ist die Frau zusätzlich schwarz, wird sie in einem viel höheren Maß diskriminiert. Das einfach nur anzuerkennen, ist Intersektionalität, ne? Und erst wenn du Intersektionalität erkannt hast oder quasi anerkennst oder sagst, ja, okay, ich verstehe das Prinzip, erst dann kannst du gewisse Ableitungen machen und Lösungen erarbeiten, ne? So, darum geht's einfach. Es ist einfach nur eine Messung quasi. Soziologische Theorie dazu. Genau, die macht sich ein bisschen drüber lustig und in der Szene ist er sich absolut dessen bewusst, aber die meisten Rassisten sind es nicht. Ich weiß, was du meinst, was Family Guy ja quasi machen will, ist zu sagen, haha, guck mal, ihr Woken seid genauso rassistisch wie die Leute, die ihr bekämpft, weil ihr legt ja auch so eine Farbskala an. Aber das ist in der Realität natürlich nicht so, dass da irgendjemand eine Farbskala anlegt, sondern es ist natürlich klar, dass... Nein, also Dekadent behauptet in seinem Talk nicht, dass schwarz und weiß ein binäres Spektrum sei, im Gegensatz zu den Geschlechtern am Rande gemerkt. Was soll man dazu sagen? Also Dekadent hat das ja wirklich in einem Talk so verteidigt. Also ob jemand schwarz oder weiß ist, das könnte man ja ganz klar erkennen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also das war auch geil. Hugo und Dekadent, ne? Also Hugo hat den ja auch ziemlich hops genommen, ne? Deswegen geht Dekadent eben normalerweise nicht in Talks. Ja. Jeder würde Dekadent hops nehmen. Ja, naja. Vermutlich. Ich sag's ja, diese Walkies haben keine sachlichen Argumente, deswegen ist der freie Diskurs ihr größter Gegner. Deswegen versucht Dekadent jetzt auch Kritiker einfach per DMCA-Strike bannen zu lassen. Vor allem, aber warum? Aber sie dürfen auf jeden reagieren, so. Das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Sie nehmen sich das Recht drauf, auf jede x-beliebige Person, vor allem auch auf kleinere rumzuhauen, ne? Aber wie eine Lucy, Hardy Lucy, oder wie sie heißt.
Da sind sie ganz gut dabei, aber wenn man auf sie reagiert, nee, das geht gar nicht. Aber sie dürfen sich hier jeden schwächsten Gegner raussuchen, ne, und können draufhauen. Das ist auch so ein. Und das nennt man dann, und dann beschweren sie sich auf der anderen Seite, ja, marginalisierte Gruppen und von diesen, dieses oben nach unten treten, das geht ja gar nicht. Sie machen es doch selber, die sind doch selber übelste Mobber teilweise. Das hat Nathan ja auch in seinem Talk mit Hugo verteidigt. Also Nathan hat ja gesagt, ja, Lucy, die ist halt transfreundlich. Ja. Ist halt so. Das ist quasi dann der Freischall für diese Leute offensichtlich. Ja, und transfeindlich, also, das ist jeder, der Judith Butler jetzt und ihre Gender-Ideologie nicht so gut findet. Also das ist dann halt transfeindlich. Das ist zum Beispiel, ja, und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich dann auch sage, ja, da in dieser Hinsicht sind die, in Anführungszeichen, diese Woke Bubble halt komplett lost einfach und komplett einfach, ja, sich ihre eigenen Prinzipien, die sie da verstoßen, so rum. Ja. Aus ihrer Sicht verstoßen sie nicht dagegen, das sind tribale Prinzipien. Die gelten für andere, die gelten aber nicht für sie selbst. Sie selbst sind ja die Guten. Ja, und das ist ja dann auch die Richtung, die es trifft, ne? Das ist genauso wie die regelbasierte Weltordnung. Also andere Länder dürfen ja auch keine Angriffskriege machen, die USA dürfen das. Mhm. Ja, stimmt. Und ja, wie gesagt, das ist halt auch wie mit dem Mobbing, ne? Wenn es die Richtung trifft, ist es okay. Wenn es einen Drachenlord trifft, zum Beispiel, ist es okay. Der ist ja selber schuld, wenn es eine. Und dann, guck mal, Lucy hat noch viel weniger sich zu Schulden kommen lassen als irgendwelche anderen x-beliebigen Personen, die da so fertig gemacht werden. Ne? Die hat einfach nur einen dummen Satz gesagt. Oder einen vielleicht nicht so. Nicht mal das. Ich weiß nicht mal das. Ich weiß es, ich bin da jetzt nicht so drin. Ich weiß, worum es geht. Also nein, sie hat nichts Verwerfliches gesagt. Sie hat sie war ein bisschen aufgeregt über dieses selbstgerechte Grummgeopfere von Leuten wie Finessi. Und Finessi dann so, niemand suchte sich aus, diskriminiert zu werden, also in dieser üblichen moralischen Überlegenheit, diesem Opfergehabe. Und dann Lucy so, doch, ihr sucht es euch aus. Und mit ihr meinte sie offensichtlich solche Aktivisten wie Finessi. Und die Woken haben daraus gemacht, mit ihr, da meinte sie eigentlich alle Transmenschen. Also findet sie ja Diskriminierung von Transmenschen okay. Da an der Stelle würde ich gerne mal fragen, vielleicht nur mal kurze Ausführung, also muss jetzt nicht, ich will das Thema jetzt nicht komplett aufmachen, aber vielleicht nur eine kurze Ausführung, was du von dieser Opferpyramide hältst. Die kennst du ja bestimmt auch, oder? Ja. Ich halte davon überhaupt nichts. Also ich halte dieses identitäre Politikverständnis für völlig. Das ist ja eher von den Anti-Woken aufgestellt, diese Opferpyramide, weißt du? Das ist eine 100% stimmige Analyse. Wenn du mit Woken redest, wie Neitan, wie Karl, wie was weiß ich, also dann stimmen die dem ja zu. Also dann sagen die, ja, wir haben diese Opferpyramide. Aber, ja, mag sein, aber das ist ja wirklich, trifft ja dann auf diese extremen Ideologen, wenn dann überhaupt zu, vielleicht. Aber wie gesagt, also ich weiß nicht, ob das auch mal eine Breite auf die ganze Community jetzt schließen kann, nur weil man da halt so ein paar. Ist ja auch egal. Ich wollte das Thema jetzt nicht aufmachen, hat mich einfach nur mal interessiert. Ja, wie gesagt, also ich würde sagen, die Opferpyramide, das ist eine perfekte Beschreibung dieser Ideologie. Also es kommt immer darauf an, wie man sie anordnet. Gerade da sind Transmenschen bei denen ganz, ganz wichtig. Das kann morgen schon wieder anders sein. Also wie gesagt, diese Leute konstruieren völlig absurde Identitäten wie Flinter oder People of Color. Also alle, die jetzt nicht skandinavisch weiß sind, sind plötzlich People of Color. Ja, also fast die gesamte Welt. Und, stimmt, die noch bescheuertere Konstruktion, BIPOX, also Schwarze, Indigene und People of Color. Und diese Konstruktion auf Europa angewandt, das muss ich jetzt mal überlegen, was bedeutet diese Konstruktion auf Europa angewandt? Und also das sind wir, also diese weiße Mehrheitsbevölkerung, ja, die Indigenen. Also in Deutschland gehören 100% der Bevölkerung, außer vielleicht Einwanderer, die aus Nordamerika kommen. Und die weiß sind, also wirklich marginaler Anteil der Bevölkerung zu diesem BIPOX. Also fast die gesamte deutsche Bevölkerung ist BIPOC. Also ich sag's ja, diese Identitäten sind absurd. Die Haut eines Schwarzen ist, desto krasser fällt die Stigmatisierung aus, beziehungsweise die Diskriminierung aus. Sagt erstmal nichts darüber aus, ob jemand bevorzugt wird oder nicht, darum geht's nicht, sondern es geht einfach nur darum, gesellschaftliche Phänomene zu erforschen. Du, dass die sich nicht. Kann auch sein, dass ich's mit einer anderen Serie verwechsel, aber ja, egal, Digga. Wenn das schon bei Namen die Diskriminierung losgeht, wie schlimm muss es erst dann für zum Beispiel Transmenschen sein oder andere Gruppen, das wusste ich gar nicht. Ja, voll, voll. Einfach so in den Köpfen. Voll.
War mir auch eine lange Zeit nicht klar, aber es geht schon. Wenn es schon bei Ostdeutsch und Westdeutsch losgeht, wenn es schon bei Kevin und Chantal losgeht, wo sind wir dann diskriminierungstechnisch? Das Problem sind nicht die Namen. Das Problem sind die materiellen Verhältnisse. So eine Verachtung für Leute aus einer anderen Klasse, Leute aus einer anderen Schicht, die ergibt sich eben aus den extremen Einkommensunterschieden, die in den letzten Jahrzehnten so stark angewachsen sind. So, mich würde es echt mal interessieren, ob es, also wenn man jetzt mal Untersuchungen zum Klassismus durchführen würde, jede Wette, dass es der vor 50 Jahren geringer war als heute, als die Ungleichheit noch wesentlich geringer war. Jede Wette. Ja. Kann ja jemand mal, der sich für Klassismus interessiert, ich tue es eher nicht so, wie gesagt, mir geht es eher um die materiellen Verhältnisse. Geht ja Klassismus schon da los, wenn du jemand sagst, du bist dumm, theoretisch, du bist ungebildet. Das ist ja schon im Grunde, schon suggeriert ja schon so ein bisschen, ne, klassistische Einstellungen, sag ich mal. Ich würde jetzt nicht sagen, du bist ein Klassist, also es ist übertrieben, das würden jetzt vielleicht Woker sagen, aber weißt du, was ich meine? Also es geht ja schon in so eine Richtung. Du kannst in alles Klassismus, Rassismus, Ableismus reininterpretieren. Also, ich habe gesagt, wir sollten nett zueinander sein und Leute nicht als transfeindlich verleumden, die es nicht sind. Beispielsweise einen Sinan. Was macht Nathan daraus? Oh. Du bist transfeindlich. Also da hört jede sachliche Debatte aus. Also auf. Also, du bist ein Pseudomarxist ab jetzt. Klasse hat doch nichts mit Einkommen zu tun, du Pseudomarxist, schreibt hier Nico. Oh, ich war nie Marxist, also kann ich auch kein Pseudomarxist sein. Wenn wir uns auf eine rassistische Ebene zum Beispiel geben, wobei Ostdeutsch, ja, kann man, ja, lass uns das Fass nicht aufmachen, ob das dann auch Rassismus ist, aber auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Zum Willen, sondern dass unsere Gesellschaft die bewusst natürlich reproduziert. Natürlich hat Klasse was mit Einkommen zu tun. Wenn du Produktionsmittel besitzt, dann hast du logischerweise ein passives Einkommen, was für dich arbeitet. Und wenn du, das nicht ausreicht, Theorie, geh weg damit. Was? Das ist marxistische Theorie, geh weg damit. Okay, dann lasse ich das. Du bist doch ein Pseudomarxist, der hat recht. Nein. Sorry, das wollte ich jetzt hören. Sag nochmal bitte. Ja, genau. Wenn deine Produktionsmittel, wenn das nicht, die du besitzt, nicht ausreichen, um deine Subsistenz zu sichern, dann musst du deine Arbeitskraft kaufen, um überleben zu können, da gehörst du wieder zur Arbeiterklasse. Wenn du so viel Einkommen verdienst, dass du so viel zurücklegen kannst, höheres Einkommen, höhere Sparquote, dann akkumulierst du mit der Zeit Produktionsmittel. Also beispielsweise ein CEO eines Unternehmens, der 10 Millionen Euro pro Jahr kriegt. Der ist aktuell noch ein Arbeiter, aber wenn er 5 Jahre CEO war und 50 Millionen verdient hat, also jetzt in der absoluten Spitzenklasse, ja, dann hat er 50 Millionen, die er dann in Aktien anlegen kann, dann ist er Kapitalist. Also das geht, wenn du ein sehr, sehr hohes Gehalt hast, relativ schnell zu einem Kapitalisten zu werden. Und wenn du sehr geringes Vermögen an Produktionsmitteln hast, was dann in der Wirtschaftskrise auch sehr schnell weggehen kann, dann bist du sehr schnell wieder Arbeiter. Marx hat keine Theorie. Er hat, wie gesagt, Kritik, es gibt einen tendenziellen Zusammenhang. Es ist nicht wesensbestimmt dazu, zu welcher Klasse du gehörst, aber es gibt einen tendenziellen Zusammenhang. Darauf wollte ich nur verweisen. Meine Güte. Bestes Beispiel ist zum Beispiel die Judenverfolgung. Also es ist über Jahrtausende dokumentiert, dass es Juden sehr, sehr schwierig gehabt haben in einer hegemonial christlichen Welt. Ist das jetzt ein Zufall, dass das über Jahre, dass es immer genau diese religiöse Gruppe war, die Diskriminierung erfahren hat? Oder gibt es da eine gewisse soziale Struktur, die es zu bekämpfen gilt, die man vielleicht auch politisch ansprechen muss, die dafür sorgt, dass Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe diskriminiert werden? Ja, also... Was würdest du sagen? Ich weiß jetzt nicht genau, was du antworten wolltest. Ich kann nur dazu sagen, Juden, naja, das hat ja eine Geschichte, ne, warum Juden. Also das ging ja, glaube ich, im alten Ägypten sogar schon los. Und später natürlich, weil man ihnen natürlich den Mord an Jesus anhängt, ne? Judas, er hat ja Jesus verraten quasi, und das hat sich dann immer so weiter so gestrickt, ne? Und da gab es dann auch so ein paar andere. Und das hat man natürlich benutzt, um das Judentum so ein bisschen zu diskreditieren aus christlicher Sicht, glaube ich. Und da gibt es ja noch einige andere Sachen. Also es hat eine lange Geschichte, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber die zieht sich halt bis heute durch. Ne? Also, danke Quassel Quocker, die uns gerade geradet hat. Oh, Quassel ist da. Auch ein, übrigens jemand aus der ehemaligen rechten Bubble, sag ich mal. Ist die basiert? Naja, war halt auch bei der Honigwabe und so. Quasi, weißt du, also
ehemaliger Rechter, sag ich jetzt mal. Ach gut, wie gesagt, wir shoutouten ihn, glaube ich mal. Ja, ich mache das. Ist das ein Er oder eine Sie? Ein Er. Ich denke, ich hoffe, das ist richtig quasi. Ich hoffe, du identifizierst dich auch als Er. Müsste jetzt geschaut werden. Also nicht, dass ich hier. Ah, okay, gut. Nicht, dass ich hier irgendwie misgender jemanden. Nochmal, was ist jetzt genau deine Frage? Meine Frage ist: Ist es ein Zufall, dass über diese Jahrtausende jüdische Menschen diskriminiert wurden? Zufall? Oder gibt es da eine gewisse soziale Struktur dahinter, die sich über die Jahre hinweg reproduziert, die man vielleicht, wenn man Antisemitismus als gesellschaftliches Phänomen bekämpfen will, politisch angehen muss und nicht einfach nur individualisierend? Das ist lustig, dass du so gegen den Neoliberalismus bist, Gott sei Dank. Aber dass du jetzt hier sozusagen Unterdrückungserfahrungen von Millionen, also Milliarden eigentlich, Juden, hat es in der Geschichte sicher schon eine Milliarde gegeben, individualisierst, als das sind einfach so viele einzelne Menschen, die halt... Ja, was heißt individualisierst? Ja, du sagst, dass es keine sozialen Dings dahinter gerade. Gibt zwischen du vergleichst diesen Unterdrückungen, ja? Ein Pärchen von Menschen in Ghettos nach religiösen Kriterien mit geringfügig messbaren Schlechterstellung... Nicht im Ausmaß, aber im Mechanismus. Es ist ja ein Unterschied, ob du Menschen in ein komplett abgeschottetes Ghetto reinsteckst oder ob du... Ja, also wie gesagt... Im Ausmaß ist es ein Unterschied, aber es ist derselbe Mechanismus. Es wird eine Gruppe... Nein, ja, okay. Ist ja nicht. Außer vielleicht das jetzt mit Blutspenden. Nenn mir ein Recht, das Homosexuelle nicht haben, das Heterosexuelle haben. Außer Blutspenden. Ne, das jetzt nicht. So, aber nimm mir noch ein zweites. Ja, aber das hat er nicht gesagt. Wie soll ich dir das jetzt beschreiben? Es ist... Oh, Sella, du wusst... Also, du verstehst doch den Unterschied zwischen Menschen in Ghettospärchen und du darfst kein Blut spenden. Dass das so gleich der qualitative Unterschied ist. Ja, aber vor allem, nein, es ist halt so witzig, wie er dir einfach eine Position an dich mit dem Blut spenden, so als ob du das vertreten würdest. Oder so suggeriert er das. Ja, es hat ja angeblich medizinische Gründe und es ist auch nicht so... Also, du bist... Ich glaube, du musst mit mehr als einem Mann geschlafen haben, um da ausgeschlossen zu sein. Ich will da jetzt auch nichts Falsches erzählen. So genau habe ich mich damit nicht beschäftigt. Beziehungsweise es muss schon ein paar mehr als 6 Monate her gewesen sein. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann ein Leben lang da ausgeschlossen wärst, wie damals die Juden, die im Ghettos gepfercht. Also was ist das für ein absurder Vergleich? Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber ein. Also, was das für unterschiedliche Dinge. Und vor allem, also wirklich. Man sagt einfach, hier gibt es eine Ungleichbehandlung und hier gibt es eine Ungleichbehandlung und wir tun jetzt so, als wäre das das Gleiche. Also. Und wenn es für dich zu viel ist oder zu identitätspolitisch zu sagen, dass türkische Kinder zum Beispiel, erste und zweite Generation, weniger gute Abschlüsse haben, wie Kinder zwischen, wie normative Kinder, die halt zu Durchschnitt sind. Wenn das für dich zu viel ist, wie willst du irgendeine Form der gesellschaftlichen Ungerechtigkeit beheben? Gar nicht? Ja, was heißt Ungerechtigkeit? Ich finde, es ist ungerecht, wenn ein sozialer Indikator, wie wo meine Eltern herkommen oder so, so einen starken... Also, wenn du aus dem Ausland kommst und die Sprache nicht kannst, natürlich hast du dann erstmal einen schlechteren Bildungsabschluss in der ersten Generation. Je besser das Bildungssystem ist, je geringer die Ungleichheit, desto schneller verschwindet das. Am besten wäre es schon, wenn das in der zweiten Generation fast komplett verschwunden wäre. Also, das wäre... So gut schafft man das natürlich nie. Also da die Familie erzieht ja die Kinder, daran willst du ja nichts ändern. Das wäre ja eine Überforderung. Also das ist das Selbstverständlichste von der Welt. Also nennen wir irgendeine vernünftige Maßnahme, wie man daran etwas ändern könnte. Soll man den Leuten, wenn sie einwandern, einen Chip ins Gehirn einpflanzen, dass sie sofort perfekt Deutsch können, so wie Mutti? Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Wer weiß. Ja, wenn Elon Musk so weitermacht. Aber vielleicht mal kurz, was nicht ganz so inhaltlich ist, aber ich finde trotzdem, Gregor, fand ich ein fairer Gesprächspartner, oder wie empfindest du es? Also, er ist jetzt nicht so von oben herab. Ja, aber er hat später mit Baba den Talk gehabt, da hat er gesagt, dass er das, aus meinen strategischen Gesichtspunkten gemacht hat, und er war schon froh, dass mein Kommentarbereich ihn nicht komplett gehasst hat. Also, er hat. Nathan wurde ja von meinem Kommentarbereich komplett gehasst, und also, es war für ihn anscheinend schon ein Erfolg. Also, ja. Wie gesagt, ich bin ja bereit, mit jedem zu diskutieren, und wenn halt mal ausnahmsweise ein Walkist bereit ist, ob das jetzt Strategie ist oder ob da jetzt einfach, weil er einen freien Diskurs glaubt, das macht, ist mir relativ egal. Also ich, wie gesagt, bin zu einer Debatte dann bereit. Zum Thema diskutieren, okay, das mache ich jetzt nicht auf, mache ich danach nach der Reaction hier nochmal.
so eine starke Auswirkung darauf hat, wo ich geboren bin. Also nicht, wo ich bildungsmäßig abschließe, das meine ich, ja. Ich finde, das ist ungerecht. Eine vernünftige Bildungspolitik und eine vernünftige Wirtschaftspolitik. Natürlich, aber ich muss zuerst das Problem benennen. Dass der Migrant, der gleich nach Deutschland kommt, dass der sofort einen Job bekommt. Ja, aber dafür muss ich doch nicht da diese... Die Frage ist, wie relevant ist das, André Meer? Schick mir eine Statistik. Oder schick sie in die Kommentare. Oder nee, du bist ja kein Mod. Schick mir eine Statistik per DM. Dann gucke ich mir das an. Die Frage ist, wie relevant ist das? Nicht existiert das. Identitäre Unterscheidung. Ich mache einfach eine vernünftige Bildungspolitik und eine vernünftige Wirtschaftspolitik. Wenn ich Vollbeschäftigung habe, da kommen auch Migranten leichter an einen Job. Dann rutschen auch Migranten nicht so schnell in Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Das heißt, dein Punkt ist, wenn wir Vollbeschäftigung haben, was ja, ich bin für Vollbeschäftigung, wenn wir Vollbeschäftigung haben, dann werden alle anderen Formen der sozialen Benachteiligung von marginalisierten Gruppen aufhören, weil die dann alle einen Job haben. Aber schneller verschwinden. Meine Güte, der Kapitalismus hat gegenüber solchen identitären Ungleichheiten eine inkludierende Wirkung. Der Kapitalismus sorgt dafür, dass solche identitären Ungleichheiten abnehmen. Weil der Kapitalismus eben nur nach Effizienz, nach Nützlichkeit für den Profit der Kapitalisten selektiert. Und wenn Kapitalisten rassistisch sind, also nach nicht ökonomischen Kriterien selektieren, dann haben sie einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Kapitalisten, die das nicht tun. Also ein Kapitalist, der sagt, ich stelle keine Ausländer ein, der hat einen Wettbewerbsnachteil gegenüber einem Kapitalisten, der sagt, ich stelle Ausländer ein. Also ist das so schwer zu kapieren? Ja, offensichtlich. Also, ich weiß es nicht. Aber das sieht man ja auch zum Beispiel bei der Agenda, mit der Woken Agenda, sag ich mal, in Anführungszeichen. Ne? Gut, du siehst ja, da geht es halt nur gerade nach hinten los. Ne? Man dachte, oh, LGBTQ, das ist eine gute Sache, da fangen wir jetzt auch an. Da macht das natürlich alle anderen auch. Nur dann sieht man dann halt, woke, get woke, wie das, go woke, get broke. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht jetzt zurückgeht, so nach, wenn die merken, dass es vielleicht nicht klappt. Ne? Weil das ist ja im Endeffekt auch nur von Kapitalisten instrumentalisiert. Nichts anderes. Ich meine, warum machen denn die ganzen Konzerne da ihre Regenbogenflagge ins Profil? Ja, definitiv. Danke für das Prime-Abo an der Stelle und ich glaube, ich muss mal was Positives über Jungfeldsalat sagen. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber kann ich jetzt, glaube ich, machen. Er lässt relativ lange durchlaufen. Er unterbricht nicht andauernd, wie beispielsweise DKW. Das muss man ja mittlerweile schon. Also jeder andere aus der Bubble. Er unterstellt einem dann, nachdem er durchlaufen lassen hat, zwar trotzdem noch Dinge, die man nicht gesagt hat, aber lässt man durchlaufen, sodass der Kontext nicht wegfällt. Also Karl, der lässt ja einen Satz laufen, interpretiert da dann was völlig anderes rein und macht dann weiter und Neitan genauso und Dara genauso. Also das ist ja jedes Mal so. Ja. Aber er lässt wenigstens 3 Minuten laufen und interpretiert dann da was völlig anderes rein, als gesagt wurde. Das ist immerhin besser als nur ein Satz. Ich glaube, er ist auch an sich ein netter, in Ordnung, aber ich glaube, er lässt sich viel von dieser Bubble da instrumentalisieren. Auch vom Chat hast du ja gesehen, dass er da, wenn seine Mods irgendwas gesagt haben, ich glaube, er lässt sich da auch viel instrumentalisieren. Also sondern von denen viel vorsagen, sage ich mal. Und du musst halt du musst halt da funktionieren in dieser Bubble, weil wenn du siehst ja bei einem Dara, der muss ja einfach nur ein Gespräch mit einem Skoros machen und die ganze Bubble rastet aus. Ne? Oder ein Gespräch mit einem Sinan oder so. Also, du siehst ja, wie das funktioniert bei denen. Du musst ja wirklich komplett auf Linie sein. Die es geben mag, aber die ich nicht politisieren will. Wieso? Es ist ein... Digga, aber ich verstehe dieses nicht, die ich nicht politisieren will. Alles ist doch Politik. Also... Nein. Politik ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Karl Schmidt, müsst ihr euch Wokisten gut bekannt sein. Hier, ich habe ein Buch, das ihr mal lesen könntet. Der Begriff des Politischen von Karl Schmidt. Hier, also das passt perfekt zusammen, wie eure Ideologie funktioniert. Diese vollkommene Moralisierung, die auch dem Liberalismus vollkommen inhärent ist und die diese Freund-Feind-Scheidung nochmal extrem verschärft, auch die wird darin kritisiert. Wenn ihr Wokisten mal ein bisschen Selbsterkenntnis haben soll, lest euch mal das Buch hier durch. Das sagt so viel mehr über euch aus als über die Rechten. Also Karl Schmidt gehört ja eigentlich zu den Rechten, aber das ist wäre mal erkenntnisbringend. Ja, einer der wenigen, die rechten Vordenker, die ich kenne und die wirklich ein paar Punkte haben, wo man zumindest sagt, ja, so eine Theorie haben sie recht, ne, in diesem Verständnis. Zum Beispiel dieses. Ja. Ja, wie gesagt, die deskriptiven Aussagen von Karl Schmidt, also nur weil dem würde ich zustimmen, den normativen jetzt nicht, also dass du dann einen Ethnostaat brauchst, aber wie gesagt, man kann ja über alles, man sollte sich mit politischer Theorie beschäftigen, das ist durchaus
durchaus lohnenswert. Und da sollte man jetzt nicht nur die Leute nehmen, die irgendwas liberal-demokratisches geschrieben haben oder nur die aus dem eigenen Lager kommen oder sowas, sondern auch mal so abseitige Leute, die da was anderes geschrieben haben, damit man nicht immer nur in der eigenen Suppe schwimmt. Ja. Keine Ahnung, wenn in der Schule ein Klassensprecher gewählt wird, ist das Politik. Wenn ein Unternehmen sagt, wir machen Tarifverträge, ist das Politik. Wenn also, ich will ja, das, ja nicht enttäuschen, das ist aber auch sorry, red weiter. Nee, ich wollte auch nur sagen, das ist auch ein Punkt, den hat Dara mal gebracht. Ich habe gesagt, zum Beispiel Filme, wie sind Filme, weil er sagte auch, Dara sagt auch, alle Filme sind zum Beispiel politisch oder alle. Was ist, alles ist politisch im Grunde, weil zum Beispiel, da habe ich dieses Beispiel mit der Leuchtturm gebracht, das ist so ein Film, da sind zwei Leute auf einer Insel und da sagte er, argumentierte er zum Beispiel so, ja, die Arbeitsteilung und nur die Ränge, wer ist der, sag ich mal, der Chef der beiden und so Sachen, das hat er dann so argumentiert quasi. Also in dem Punkt, vielleicht hat er nicht ganz Unrecht, dass alles in gewisser Weise politisch ist, wenn man es natürlich jetzt auf dieser Ebene betrachtet, ne? Je nachdem, wie man das sieht. Ja, dass da eine politische Botschaft drin steckt, das bestimmt. Aber wie gesagt, die Frage ist in der Schülerversammlung, wie viel Politik steckt da wirklich drin? Wie viel, also kommt jetzt auf die Schülerversammlung an, wo du bist, aber meistens Klassensprecher, da melden sich dann zwei Leute und die beiden werden der Klassensprecher und stellvertretender Klassensprecher, aber kein anderes machen. Kann natürlich sein, dass sie gewählt werden. Also bei uns war es teilweise so, dass sie gewählt werden. Ja, wenn du mehr Leute hast, die sich melden. Je niedriger die Klassenstufe, desto mehr Leute sind bereit. Das ist, wenn die Leute doch diese, also da wird den Schülern schon ganz früh diese Illusion genommen, dass Wahlen was bringen. Also, oh, Shameforest ist da. Shameforest hat meinen Rant verpasst. Das der hätte seinen Spaß dran. Der hätte seinen Spaß, glaube ich, gehabt dran. Ja. Was meinst du? Hätte er auch Öl ins Feuer gegossen? Ja, nee, ich glaube nicht. Was für ein Rant. Vielleicht später. Wir reagieren vielleicht später dann vielleicht nochmal. Wenn der Agitator es zulässt. Nochmal reden. Ach, du reagierst dann auf dich selber quasi. Nee, wenn wir ja fertig sind mit der Reaction, weil wir sind ja in der YouTube-Reaction noch, oder? Ja, auf die Jungfeldsalat. Lass die erstmal weitermachen. Wenn ich mich darüber aufrege, dass ich in der Innenstadt nirgends mehr parken kann, ist das Politik. Das sind alles politische Themen. Was ist denn, was an tagesaktuellen oder gesellschaftlichen Themen ist denn bitte nicht Politik? Also ich verstehe das schon per se gar nicht, wie man zu der Aussage kommt, ja, das sollte man nicht politisieren. Es ist erstens schon politisiert und zweitens, was ist da dann denn verkehrt? So, es ist ja ein politisches Thema. Es ist ein gesellschaftliches Ding. Es ist nochmal, es gibt dahinter Strukturen. Es gibt lang nachgezeichnete Sozialanthropologien von Unterdrückung von allen Gruppen weltweit. Na, wenn du Migranten hast. Nein, finde ich es ganz spaßig. Aber es ist auch manchmal nicht spaßig. Die meiste ist nicht spaßig. Mario, vielen, vielen Dank für den Giftsab an Gregor. Mario, ich küsse deine Lungen, wie immer, intensiv auf astraler Ebene. Frisch hierher gekommen sind, Dankeschön. Dann sind das keine Strukturen, sondern dann können die Leute kein Deutsch und haben erstmal kein Vermögen. Das ist eine strukturelle Ungerechtigkeit. Du kannst sagen, ja, das ist schwierig zu beheben, aber es ist eine strukturelle Ungerechtigkeit, ja? Wir sind doch gerade erst eingewandert. Wo soll denn das Einkommen und das Vermögen herkommen? Ach, Gregor ist da. Danke für die Reaction. Check findest du im Briefkasten in der Woche. Gregor, moin! Ey, wie du denn... So, wenn er das auf die Ebene führt. Weißt du, um den Markt geht, auch das ist Politik. Auch das ist ein Feld, wo Politik eine Riesenrolle spielt. Für Migranten. Dann wäre das ja etwas, wo ich namentlich Migrantinnen und Migranten beim Namen nenne. Und was ich jetzt, sorry, ganz kurz, was ich auch beim Agitator jetzt gerade rausgehört habe, war dieses, ja, okay, aber aus Gründen der Ungerechtigkeit sollte man da nichts tun. Nur weil es wirtschaftlich für uns auch sinnvoll ist, deswegen sollte man es tun. Und da höre ich halt raus, ja, also für mich, aus egoistischen Gründen, ja, aber wenn es jetzt meine egoistischen Gründe nicht gäbe und es nur um die Ungleichheit geht und es unfair ist, das ist dann schon wieder politisiert und darüber möchte ich nicht reden. Ich möchte nur über meine Vorteile reden. So kommt es mir rüber. Kann sein, dass er das anders meint, aber ich finde das halt voll die Vibes irgendwie. Also namentlich beim Namen nennen ist auch gut. Und ist sozusagen in deiner... Ja, wenn ich irgendeine konkrete Wirtschaftspolitik fordere oder Maßnahmen in Bezug auf die Integration, dann fordere ich die nur, damit ich selbst reich werde. Das gibt Sinn. Vor allem, das sagen alles Leute, die bei Greenforce sind, ne?
die einen Sponsor Greenforce haben, die Werbung machen, die ständig Werbung schalten in ihren Streams, die reden, die sagen, also die Projekte, und das ist, trifft das, was Erwin sagt, vielleicht gar nicht, also trifft eigentlich ins Schwarze, wenn er sagt, sie projizieren, ne? Sie sagen immer alles, was sie über andere sagen, trifft teilweise wirklich auf sie selber zu. Das ist krass. Ja, ich wollte gerade sagen, der Vorwurf ist so absurd, da braucht man nicht drauf eingehen, aber ja, das ist, glaube ich, Projektion. Ich glaube, deswegen sind die Vorwürfe immer so absurd. Sie nehmen das, was gedanklich am nächsten ist, und das ist halt das, was auf sie selbst zutrifft, was sie sich aber nicht eingestehen würden. Also manchmal ist es also, wahrscheinlich kommt zumindest so rüber, ne? Kommt nur so rüber, wollte ich nur sagen. Identitätspolitisch aufladen würde. Ja, das jetzt schon zu viel woke ist dann nicht? Was ist der Unterschied, also, wenn ich sage, wir müssen Migranten helfen, weil sie... Erstmal welche Migranten, das ist jetzt die Frage. Türkische Migranten zum Beispiel. Die Frage, wenn wir legal wen einreisen lassen, wen lassen wir überhaupt reinkommen? Allein die Frage zu stellen, das ist schon... Also, egal. Migranten aus dem EU-Ausland, die in der EU Arbeitnehmerfreizügigkeit haben, also die brauchen keine Deutschkurse, die können sich ja auch in jedem anderen EU-Land einen Job suchen. Ich rede jetzt von türkischen, von Drittstaatlern. Von türkischen, also kommt jetzt auch drauf an, aber wenn du von legalen Migranten redest, also die hier so reinkommen, die werden sich auch selbst um Deutschkurs kümmern können. Wenn du von Asylbewerber, also wenn du von Wirtschaftsmigranten redest, so rum, dann, wie gesagt, die können sich selbst im Deutschkurs kümmern, also wenn du von Asylbewerbern redest, also Leuten, die quasi aus der Türkei vertrieben wurden, die ja geflüchtet sind, dann ist es was anderes, dann sollte sich der Staat darum kümmern. Also kommt auch in welchem. Was ist jetzt für dich der moralische Unterschied zwischen jemandem, der von irgendwo flüchten muss, weil er politisch verfolgt wird, oder der von irgendwo flüchten muss, weil er dort keine wirtschaftlichen Aussichten hat? Weil er so verzweifelt ist, dass er sich in die... Also ich sage mal so, jemand, der ein sogenannter Wirtschaftsflüchtling ist, der wirtschaftlich, weil... Ich glaube, wir sehen gerade alle, was passiert, ne? Agitator redet die ganze Zeit davon, dass man Dinge nicht politisieren oder moralisieren sollte, aber bei der Frage nach der Migration von zum Beispiel türkischen Menschen stellt er sehr wohl die Moralfrage, nämlich ist es moralisch, welchen moralischen Maßstab setze ich an? Sind das Leute, die Asyl brauchen? Sind das Leute, die nur vor der... Moralrechtlichen Maßstab, meine Güte. Ist, ja, okay, kannst du sagen, da ist auch Moral mit drin, aber man muss doch einen vernünftigen Kompromiss finden. Und zu sagen, jeder, der niedrigeres Durchschnittseinkommen als das hat, was hier in Deutschland herrscht, hat das Recht, hier ohne Beschränkung einzuwandern, das ist doch keine vernünftige Einwanderungspolitik. Gott. Weil zu sagen, dass wer politisch verfolgt ist, dass der dann schon ein Recht hat, also das ist doch ein vernünftiger Kompromiss. Übrigens, zur Migration habe ich ein tolles Video für dich, das würde ich dir sogar, das kannst du, wenn du willst, danach der Reaction gerne mal einfügen. Da hat nämlich sich Sarah Wagenknecht auch ganz klar zur Migrationspolitik geäußert. Ja, mache ich. Ist das auf deinem Kanal? Ich suche das kurz raus, ich schicke dir das irgendwie gleich mal während der, ja. Wirtschaft flüchten und die Deutschland nur irgendwie benutzen, um mehr Geld zu verdienen oder so, die Richtung. Also auch das ist ja eine Moralisierung, er macht ja eine moralische Abwägung. Nein, es geht doch gar nicht um die Motive der Ankommenden. Es geht darum, dass wir bezüglich moralischer Standards, wie wir mit Menschen umgehen sollten, eigentlich einen internationalen Konsens haben, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, und da steht das Asylrecht drin. Und das finde ich halt verteidigungswürdig. Ich finde es aber nicht keine vernünftige Einwanderungspolitik, jedem, der ärmer ist als der Durchschnittsdeutsche, hier ohne Bedingungen unbeschränkten Aufenthalt zu erlauben. Meine Güte, ich glaube, wir springen zum nächsten. Mich nerven diese Einwanderungsfragen. Die werden so furchtbar. Also wirklich, diese Walkies, die fordern No Nations, No Borders, jeder soll hier reinkommen, egal woher er kommt. Ja, und was tun sie dabei? Sie argumentieren moralisch. Stell dir mal vor, wirklich, die würden das ein Jahr durchsetzen und hier würde also hier könnte wirklich jeder, der sich ein Flugticket nach Deutschland leisten könnte, und notfalls hast du dir das Geld ja selbst in Afrika geborgt, wenn du einmal deinem Leben die Chance hast, die würden das nur ein Jahr durchziehen, und was wir hier für eine Einwanderung, also was wir hier dann für gesellschaftliche Zustände hätten. Ich meine, jetzt brechen ja schon teilweise die, guck mal, wer will die denn auch alle integrieren? Es gibt ja auch gar kein Personal dafür, ne? Also, das ist ja für die dann auch nicht gut, so, wenn die hier leben, so, und vor sich hin vegetieren, vielleicht keine Arbeitserlaubnis bekommen, sonst was, ne? Also, man muss ja das auch mal aus der Sicht sehen, also, für die, also, weiß nicht, wie sie sich das mal vorstellen. Also, wie das funktionieren soll. Irgendwann bricht halt auch das, irgendwann kannst du das einfach nicht mehr stemmen. Also die Kommunen sagen jetzt schon, wenn ich hier von mir, ich komme aus Sachsen, ich wohne aktuell in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, da hat ja der Haseloff auch gesagt, die Kommunen, die brechen zusammen, wir können einfach aktuell nicht mehr stemmen. So. So Hilfe schön und gut, und
ne, man soll ja wirklich Leute, die wirklich vom Krieg fliehen oder so, klar, aber wir können ja nicht die halbe Welt hier aufnehmen, sag ich mal. Also ich verstehe da auch nicht, das müssen die doch auch irgendwo, muss denen doch auch irgendwo klar sein, dass das nicht funktionieren kann. Weil ich verstehe das halt nicht. Oder was? Was meinst du? Ja, ja. So. So. Weiter. An ihren sozialdemografischen Indikatoren. Oder weißt du, das ist ja das Problem. Aber ich komme dazu stimmen. Aber nein, klar, aber du rechtfertigst jetzt, dass Menschen wegen Vorurteilen ausgeschlossen werden. Ich rechtfertige es nicht, ich erkläre es nur. Aber es ist interessant, dass du bei nationalen Identitäten jetzt so klar sagst, na, da sollte man keine Vorurteile haben, aber, und da sollte man sich jetzt auch... Man sollte immer möglichst vorurteilsfrei an Menschen herantreten, oder? Ja, aber das macht eben keiner. Jeder hat gewisse Alltagsheuristiken. Böse gesprochen, Vorurteile. Es ist nun mal so. Die wirst du auch nicht wegbekommen. Und selbst wenn du sie dir selber nicht eingestehst, selbst wenn du sagst, ich schaue mir das Gegenüber gar nicht an, Aussehen, Geschlecht, Alter, alles völlig egal. Es hat überhaupt keinen Einfluss auf mich. Ich bewerte dir nur darauf, was du sagst. Okay, dann bist du entweder total seltsam oder unglaublich selbstdiszipliniert. Also beides wahrscheinlich. Oder du gestehst es dir einfach nicht ein. Also, und davon gehe ich ehrlich aus. Also, meine Güte. Also, Senna, bist du noch da? Ja, ich bin da, sorry. Wenn, keine Ahnung, jemand, der 18 Jahre alt ist, wenn der an dich herantritt, dann wirst du mit dem doch wohl, also jetzt nicht absichtlich, aber unabsichtlich anders sprechen als mit jemandem, der 80 Jahre alt ist. Jetzt einfach nur ums Alter zu nehmen. Du hast da gewisse Vorerwartungen. Wie gesagt, das sind jetzt beide erwachsene Leute. Ich habe jetzt nicht extra kein Kind oder einen geistig Behinderten als Beispiel genommen, sondern extra erwachsene Leute. Du hast da Vorurteile. Also das kannst du doch nicht leugnen, oder? Naja, sie haben ja, das Ding ist ja, sie wissen, sie haben ja Vorurteile. Und das gestehen sie sich ja sogar ein. Du kennst ja diese ganzen Funksendungen. Ich mach mal ein Beispiel. Du brauchst jetzt gar nicht auf konkrete Ebene zu gehen. Bleib mal bei meinem Beispiel. Also, du wirst doch den 80-Jährigen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit siezen als den 18-Jährigen, oder? Obwohl ja beides erwachsene Menschen. Also eigentlich müsstest du beide siezen, wenn du keine Vorurteile hättest. Theoretisch. Ja, du würdest doch auch, wenn du... Du würdest doch auch, wenn du... Ja, egal, du blödes Beispiel. Nee, lass mal. Kannst das Beispiel ruhig bringen. Also es kann ruhig ein bisschen abstrakter sein. Weiß ich sein. Nicht, wenn du im Zug sitzt, keine Ahnung, Zug sitzt oder Straßenbahn, da kommt einer, weiß ich nicht, mit Clownskostüm rein. Weißt du auch, was ist denn das für ein Bekloppter erstmal? Ne? Obwohl du weißt ja vielleicht nicht, ob das vielleicht auch das beruflich macht oder ob der immer so rumläuft. Weißt du, was ich meine? Joker denken oder so, ja. Oder einen ganz komischen, ganz, weiß ich nicht, einen Mantel anhat, einen fetten Mantel und einen Hut, die aus diesem Cowboy rumrennt oder so. Und was weiß ich was, ne? Ungewöhnlich, ja, du hast ein komisches Gefühl, ungewöhnliche Kleidung kriegt. Du hast halt immer irgendwie einen Vorurteil. Ja, das. Und sowas komplett zu leugnen, also man versucht sich natürlich davon freizumachen und mit jedem Menschen gleich Respekt zu haben. Der Punkt ist, leugnen es ja nicht. Aber sie sagen ja selber, zum Beispiel bei Rassismus ist das bei uns Menschen so verankert, dass wir, wenn wir jemanden sehen, zum Beispiel für Fremde, sag ich mal, ne, oder Hautfarbe oder so, das sagen sie ja selber, das gestehen sie ja selber sich ein. Nur hier gestehen sie sich dann komischerweise nicht ein. Also du kennst ja diese ganzen Funksendungen, die sagen, ja, wir Deutschen sind Rassismus, wir haben den inneren Rassismus in uns, und dann bestätigen sie doch eigentlich, dass man Vorurteile hat. Komisch, also immer wieder. Auch bei diesen ganzen Funksendungen etc. Ah, ja, auch gut. An den Kommentarschreiber, der mich gerade anschreibt, wir reden gerade über Vorurteile. Jeder Mensch hat Alltagsheuristiken. Und die grundsätzlich zu verdammen oder da gleich mit so moralisch aufgeladenen Schlagworten wie Rassismus zu kommen, ist falsch. Natürlich kann es deswegen durch diese Alltagsheuristiken, wenn sie vermehrt auftreten, passieren, dass bestimmte identitäre Gruppen, die auch materiell sowieso schon benachteiligt sind, dass die dann noch mehr benachteiligt werden. Anhand dieser Identitäten. Aber wenn diese materiellen Verhältnisse sich ändern und diese identitären Gruppen sich der Durchschnittsbevölkerung annähern, dann verschwinden auch diese Vorurteile. Das war meine These vorhin. So. Also kann sein, dass das nicht ganz klar geworden ist. Ja, hatte ich aber auch schon davor gesagt. Also, wie gesagt, das hier ist halt kein vorbereitetes Video, es ist eine lockere Reaktion. Auch dieses Video über Polizeigewalt in den USA, darauf könnte ich auch mal reagieren. Das fand ich sehr, sehr interessant, weil das viele gängige Narrative mal in Frage stellt. Und
mal dazu anregt, ein bisschen, also ja, also wie gesagt, ein bisschen weiterzudenken. Das ist doch jetzt. Ist es so krass woke, Digga? Weiß ich nicht, ob das so krass woke ist, zu sagen, ey, ich versuche möglichst vorurteilsfrei an Menschen heranzutreten und möchte den Menschen individuell bewerten. Unabhängig von statistischer Signifikanz, wenn du gewisse Gruppen misst. Zumal du auch manchmal gar nicht erkennen kannst, wer zu welchem. Du kannst dir das vornehmen. Also, wie bei den Transmenschen zum Beispiel? Frei. Warum teilt ihr die Transmenschen dann in Gruppen ein? Fragezeichen? Ach. Macht ihr das ja, nicht weil, auch bei Transmenschen, bei Rechten? Bei Rechten, bei Transmenschen, bei allen, die euch nicht passen? Oder die nicht irgendwie, ne? Also, auch wieder hier, sie projizieren wie ihre eigenen Sachen auf andere. Ja, aber da sind wir jetzt in der politischen Sphäre. Da hast du wieder diese Freund-Feind-Dichotomie. Das ist ja... welcher Gruppe gehört und weil, ne, du kannst ja nicht anhand des Äußeren erkennen, wo jemand aufgewachsen ist, auch zum Beispiel. So, das ist ja genau racist dann, ne? So, also verstehe ich nicht. Auch nicht für eine bestimmte Identität einsetzen, aber bei du hast aber gewisse Heuristiken, meine Güte. Die Wokisten reden die ganze Zeit darüber, dass du aufgrund bestimmter identitärer Merkmale, beispielsweise weil du Vorfahren hast, die aus dem Ausland kommen, erst vor ein paar Generationen. Dass du aufgrund dessen niedrigeres Einkommen hast. Und natürlich ergeben sich dann beispielsweise bei Vermietern die Erwartungen, wenn solche Leute mit so einem Namen anfragen, okay, der hat ein geringeres Einkommen, vielleicht kann der eher nicht bezahlen. Also das ist dann eine Erwartung, die sich aufgrund der materiellen Verhältnisse formt und die verknüpft sich dann mit diesem identitären Merkmal. Das will ich ja gar nicht leugnen. Aber die Gegenmaßnahme ist doch nicht, dass wir jetzt Rassismus bekämpfen oder so, sondern dass wir für Vollbeschäftigung sorgen, dafür sorgen, dass sich alle Migranten, die hierher kommen, möglichst schnell integrieren. Meine Güte. Bei kulturellen Identitäten, also keine Ahnung, Geschlecht, Hautfarbe und so weiter, da siehst du das nicht so. Wie sehe ich es da nicht? Wieso bist du gegen eine nationale... Beginner Deluxe, Moini. Es gibt auch sowas wie positiven Rassismus oder so ähnlich. Das, was er gerade anspricht, das war eigentlich ein Paradebeispiel dafür. Auch weil es vermeintlich positiv ist, dass die Aussage ist, ist sie bei dem Beispiel mit dem Rennen rassistisch. Und genau, weil du anhand der vermeintlichen Herkunft eines Menschen ihm eine Eigenschaft zuschreibst. Als Vorurteil. Und das muss ja nicht immer negativ sein. Es kann ja in dem Fall auch was Positives sein. Aber es ist ja trotzdem racist. Nationale Identitätspolitik. Warum ich gegen Nationalismus bin? Weil Nationen erfunden sind. Gibt's nicht. Das sind kulturelle. Ja, Identitäten sind übrigens auch erfunden. Also, ja. Nationen haben sich aufgrund bestimmter materieller Faktoren gebildet. Meine Güte. Also, der moderne Nationalstaat, der wurde notwendig, weil sich die bürgerliche Gesellschaft weiterentwickelt hatte, weil es nicht mehr gereicht hat, die Waren nur in der Stadtwirtschaft zu handeln, weil internationaler Handel durch die zahlreichen Schutzzölle zwischen vielen kleinen Fürstentümern enorm erschwert wurde und deswegen das immer mächtiger werdende Kapital nach einem neuen Nationalstaat gerufen hat. Deswegen hat sich der Kapitalismus. Naja, auch das ist jetzt halt. Was? Sorry, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Nee, sag mal. Dazu könnte man übrigens Fabian Lehr, glaube ich, gut einladen. Also damit kennt er sich wirklich gut aus. Dazu könnte man, glaube ich, am besten Fabian Lehr einladen. Naja, das ist jetzt halt dieser typische Take, ne, von wegen, ja, die Erde gehört uns allen ja und wir sind ja alle auf die... Also da gehe ich ja auch zum Teil an sich auf der einen Seite mit, auf der anderen Seite, das sagt ja auch zum Beispiel in Proletopia, ist es auch irgendwo wichtig, eine Nationalität zu haben in gewisser Weise, wenn man zum Beispiel aus dem eigenen Land vertrieben würde. Und das hat er zum Beispiel gut dargelegt, indem er sagt, ja, guck mal, du merkst erst, was du an dir hast, wenn du vertrieben wirst von deiner Nationalität. Erst dann merkst du das, ne? So, das ist immer leicht zu sagen, ja, jeder. Aber guck mal, jeder hat seine Kultur, jeder hat seine Nationalität irgendwo. Und ich gehe auch mit, ja, klar gehört die Welt uns allen irgendwo in gewisser Weise. Und ja, Grenzen wurden von Menschen gemacht, ja. Aber es muss ja trotzdem verbindet die Menschen ja auch irgendwas durch die Nationalität, ne, durch die eigene Kultur, die Tradition, was weiß ich was. Ich bin auch nicht absolut kein Patriot, im Gegenteil, aber, ne, aber so zu tun, als gäbe es das nicht oder wäre das irrelevant für die Menschen, das stimmt ja nicht. Es ist ja relevant für viele. Irgendwo. Ich meine, guck dir allein in allen Ländern, wenn du zum Beispiel, weiß ich, nimm irgendein Land, wie stolz die auf ihre eigene Nationalität sind, können sie auch sein. Ich bin da jetzt nicht so der Freund von, aber so zu tun, als würde das keine Rolle spielen, verstehe ich halt nicht immer. Es spielt schon eine Rolle für viele Leute. Oder ist für viele Leute wichtig.
Also ich bin ja noch nie viel rumgereist, aber es gibt bestimmte Sachen, die mag ich an, also die mag ich in diesem Land absolut nicht. Also diese Obrigkeitshörigkeit beispielsweise. Ich weiß, Ja, es klingt irgendwie viel, viel genau. anders, als in anderen Ländern ist, aber es gibt so Ja. viele Sachen, die stören mich an diesem Land. Und Genau. ja, Dito. es ist auch, ja, auch wenn man sich mit deutscher Geschichte be beschäftigt, das ist ja also eigentlich seit über 100 Jahren eine kontinuierliche Geschichte des durchgängigen relativen Abstiegs. Also Ja. also das ist ja jetzt keine stolze Geschichte, auf die wir zurückblicken können und Genau. sagen, ja, war alles gut. Ja, also bei Deutschland gehe ich da auch vollkommen mit. Deswegen sage ich ja, warum Also soll ich, aber ich bin auch kein Anti-Deutscher in dem Sinne. nee, Also, nee, du würdest definitiv dich ja auch, nicht. ne? Das ist ja ein Da, Unterschied, ob das man. ist das, was mich richtig stört, dass man Genau, sagt, siehst du? okay, Und das unserem ist Land genau geht's dein Punkt. sowieso schon schlecht. Okay, Atombombe auf Deutschland, Bomber Und Harris, do it das again. ist. Also Und ich finde, so muss man das auch. Jeder soll das machen, wie er will, aber ja. genauso bin ich komplett bei dir in der Hinsicht. Wenn ich in die letzten 100 Jahre sage, ich, es gibt nichts, wo ich da sage, was stolz ist, aber wo ich zum Beispiel stolz bin, deutsche Sprache finde ich zum Beispiel cool oder, ne, das ist so eine Sache, die ich cool finde und durch das Gendern wird eben genau das irgendwie so ein bisschen auch verhunzt, sage ich mal. Das ist zum Beispiel meine Ansicht, aber sonst bin ich komplett bei dir, was du sagst. Also, Ja, ne, man nicht nur kann durch jetzt nicht das unbedingt Gendern. stolz sein. Also da gibt Ja, es auch klar, viele andere durch andere Sachen. Faktoren noch. Ich meine, ich Aber merke sonst das bin ich ja. komplett bei dir. Ich bin auch absolut kein Patriot, wie du sagst. Also es gibt da in den letzten 100 Jahren Also nichts, worauf du Patriot heißt ja nur gendern sollst. Heimat verbunden. Also das Genau, finde ich schon noch ja. eher. Aber du weißt, was ich meine. Aber trotzdem bin ich jetzt nicht antideutsch. Es gibt vieles, was mich stört, und vieles, was ich kritisiere. Und manchmal sage ich, ja, Scheißland. Aber insgesamt würde ich nicht sagen, dass ich meine Heimat jetzt komplett hasse. Also manchmal gibt es wirklich so Tage, wo ich, wie du sagst, wegen den Leuten, wegen der Stimmung, wegen dieser Obrigkeitshörigkeit, klar. Und das verbindest du, dann denkst du natürlich, ja, Scheiße, einfach. Aber das Land jetzt hassen, deswegen tue ich auch nicht wieder. Also bin da komplett bei dir eigentlich. Also finde ich sehr gut, was du ausgeführt hast. Ja. Ist auch Grenzen. mal. Die sind aber jetzt nicht, also Nation ist ja, okay, Nation ist ein verwaschener Begriff, jeder verwendet es ein bisschen anders. Wie ich Nationalität verstehen würde, im gemeinen Sprachgebrauch, ist, dass es du bist ein Deutscher. Du bist Teil der deutschen, also du bist Teil der deutschen Kultur und wohnst, ja genau, und bist Teil der deutschen Kultur. Das ist per se ausschließend, weil das macht eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen Gruppen und in der Realität, ist jetzt nicht abstrakt das Problem, weil schwul und nicht schwul ist auch eine Differenzierung. Aber in der Realität hat diese Ausgrenzung halt historisch bedingt hat eine schlechte Geschichte. Während Ja, die Unterscheidung hat zwischen eine ganz schwul und nicht materielle schwul. Grundlage. Ohne den Aber wieso modernen grenzt du jemanden Nationalstaat. aus? Was? Aber wieso grenzt du jemanden damit aus? Ja, wenn du durch einen ethnisch definierten Nationalstaat ja alle, die sich der nationalen Kultur nicht unterordnen wollen. Also, Ja, dass Minderheitenkulturen in gewisser Art und Weise unterdrückt werden, dass, oder gefördert werden, wenn's nützt, das war schon immer Zum so. Beispiel, Also. ist das zum Beispiel auch dass man 6 Millionen oder 14 Millionen Staatsbürger, die sie nicht assimilieren wollen, abschieben möchte? Deportieren möchte? Remigrieren möchte? Gehört das damit rein? Na, egal. Nee, alles gut. Ja, die Frage, wie gesagt, das Thema machen wir jetzt nicht noch auf. Die ganz Nicht, materielle nee, Grundlage, alles gut. dieser Ausschluss, den du da gerade ansprichst. Wir. Ganz reale materielle Grundlagen. Der Warte deutsche mal. Staat, ja, der deutsche. Österreichern geht es wirtschaftlich ähnlich gut wie Deutschen. Wieso sind Besser jetzt. sogar. Das fällt mir jetzt in Rückschau so auf. Gregor unterbricht mich andauernd, wenn ich was ausführen will. Okay. Wieso sind jetzt Österreicher eine eigene Nation, Also obwohl es. dadurch, dass er so ruhig ist und gar nicht mit moralischen Vorwürfen kommt, sondern mit sachlichen Einwänden, fällt einem das gar nicht so auf. Aber wie gesagt, das. Die ziemlich gleich aussehen, vielleicht ein bisschen besser, weil wir haben es mehr hier oben, weißt du? Wieso sind wir dann eine andere Nation? Sind Ja, das war ja nicht ökonomische Dinge. Das sind Imagined Communities, die wir uns halt im kollektiven Verständnis von Nationen zusammenreimen. Das ist doch nicht. Also, meine Güte, Österreich ist ein eigener Staat, weil es den Ersten Weltkrieg zusammen mit Deutschland verloren hat und ihm dann verboten wurde, von den alliierten Siegermächten sich mit Deutschland zu vereinigen. Also, das ist doch, also viel materiellere Grundlage als einen verlorenen Krieg gibt es doch wohl nicht. Meine Güte. Nackmaut schreibt, danke für den tollen Stream, sagt er zu Ja, uns. bitte. Dankeschön. Danke. Gerne. Na, nicht Irgendwie gehört es zusammenreimen. zu Also Österreich, Österreich ist dass man Nassar hört, deutsch-österreichischen Hip-Hop und, weiß nicht, Mozart. Und das sind halt komplett variable Kategorien, die in der Realität, wenn sie politisch ausgelebt werden, halt so ausgelegt werden, dass sie diskriminierend sind gegen andere Menschen.
Also Österreich ist erstmal eine eigene Nation, weil die Siegermächte des Ersten Weltkriegs Österreich verboten haben, dem Deutschen Reich beizutreten, beispielsweise. Es gab ja historische Situationen, wo es... Du verwechselst gerade Staatlichkeit und Nationalität. Das ist auch ein Mitgrund, aber es hat noch viele andere Gründe. Ach, du meinst Ethnie? Ja, Nation ist Ethnie, ja. Also das ist sozusagen. Und Nationalstaatlichkeit und Nationalismus ist eben, wenn man sagt, es darf nur eine Ethnie geben in einem Staat. Warum jetzt Nationalismus doof ist? Weil es gibt nicht eine österreichische, also es gibt keine österreichische Nation. Die Vorstellung, dass man da irgendwie Grenzen ziehen kann. Erstens einmal, warum soll ich... Herzlichen Glückwunsch. Es gibt zwei, ich wusste in dem Moment gar nicht, was er wollte von mir, aber jetzt kann ich sagen, ja, es gibt zwei ethnisch deutsche Staaten, wenn du so willst. Österreich und Deutschland halt. Das hängt sehr stark mit dem Ersten Weltkrieg zusammen, sonst wären wir wahrscheinlich mit dem Ausgang des Ersten Weltkrieges zusammen. Beziehungsweise vermutlich auch mit dem Ausgang der Revolution von 1848. Wenn da die Entwicklungen etwas anders gewesen wären, dann wären Österreich und Deutschland vielleicht ein Staat gewesen. Also. Ich muss mal ganz kurz austreten, ja? Ich bin sofort wieder da. Ja, wir immer eh nicht mehr lange. Ach so, okay. Also kannst auch, wenn du kurz Pause machen willst, dann reagiere ich ohne dich die paar Minuten weiter. Alles gut. Nee, dann lass weiter. Ruhig machen. Nee, mach ruhig Pause. Ich, wie gesagt, okay. Ich weiß nicht mehr, wie lang es geht. Dann reagiere ich jetzt noch weiter. Will ich Grenzen ziehen? Warum darf ich nicht Menschen dort leben lassen, wo sie wollen? Wie gesagt, wenn viele Kulturen zusammenleben, ist es nicht schlimm. Wien, bestes Beispiel, Berlin oder so. Warum soll ich aufgrund von diesen Kategorien, die immateriell sind, die... Das ist so geil. Sturmhaube, also genau sowas würde ich Neitern jetzt zutrauen. Also von sowas wäre ich jetzt nicht mal mehr überrascht. Also heute, also er hat behauptet, ich würde Hitler in die Macht bringen wollen. Also ehrlich, diese Walker-Bubble, die kann sich löschen gehen. Und ich weiß genau, dass sowas in diesem besten Deutschland aller Zeiten nicht justiziabel wäre, da man mittlerweile jeden Unsinn über andere Menschen behaupten darf. Also, ja. Ah. Ich niemals belegen kann, Menschen Freiheitsrechte absprechen. Das verstehe ich nicht. Ja, was heißt Freiheitsrechte absprechen? Du hast einen Staat, der ein Gewaltmonopol und eben auch ein Monopol auf die Vergabe der Staatsbürgerschaften in seinem Staatsgebiet hat. Ich bin auch ideologisch anti-Staat. Natürlich jetzt nicht realistisch, wir können den Staat nicht abschaffen. Aber ich finde, dass zum Beispiel die Freiheit... Utopie? Unreal. Man soll dort... Das ist schon ziemlich gut. Ja, er sagte in dem Gespräch übrigens auch, er sei ein Gegner von Utopien. Gut. Dort pointed. Dort sein, wo man will. Das sollte... Ja, den Point bringe ich die ganze Zeit. Wenn wir jetzt moralisch diskutieren, wir diskutieren ja jetzt nicht nur, was praktisch machbar ist, können wir später auch noch drüber diskutieren, sondern was sozusagen gerecht wäre. Zumindest ist das die Diskussion, die ich führe. Und ich finde... Die Ampel ist gesichert schlechtsextrem. Meinung? Definitiv. Dass die Bindung von Menschenrechten, wie ich würde sagen, dass man... Bringt Nancy Faeser nicht auf Gedanken, was für neue Extremismusbegriffe man einführen kann. Also am Ende macht die das wirklich noch. Das Einverständnis, das über einen geherrscht wird, dass das demokratisch also geholt werden muss, das finde ich ist ja Menschenrecht. Und dass man Menschen das abspricht und auch die Personenfreizügigkeit, was, ja, ich würde sagen, Menschen sollten die Möglichkeit haben, dort zu leben, wo sie wollen, das abzusprechen, weil Computer sagt nein, in dem Fall Staat sagt nein, finde ich doof. Also finde ich moralisch verwerflich. Also dürfte ich jetzt Zustimmung. Auch einfach... Ja, ich kann überhaupt... Also dürfte ich jetzt auch einfach, wenn ich wollte, zum Beispiel einfach nach Mexiko gehen und einfach dort leben, jetzt wenn ich will. Könnte ich ja eigentlich machen, ne? Du musst da bestimmte gewisse Formalien einhalten. Ja. Aber in Deutschland soll da jeder kommen können, wie er will, oder wie? Ja, also wie gesagt, wenn es um diesen Brocken geht, dann ja. Und das also, ist halt die Frage. So. Deswegen werden, also das kannst du, wie gesagt, ich finde sowas auch nicht sinnvoll. Also wie gesagt, Menschen sind keine Verschiebemasse und wenn ein Staat plötzlich alle Schranken niederreißt und sagt, kommt alle, ja, dann wird das zu gewaltigen Bevölkerungsverschiebungen kommen und das ist doch keine sinnvolle Politik. Also man ich bin ist ja das so schwer zu verstehen. Ich bin ja grundsätzlich schon auch dabei. Das ist ja, er sagt jetzt nicht Falsches, aber es ist halt nun mal nicht möglich. Also das muss er doch verstehen, weil er hat doch Ahnung von Politik, dass das so er kennt sich doch mit Ökonomie und Wirtschaft ein bisschen aus. Also ihm muss doch klar sein, dass das nicht funktioniert. Das ist natürlich nicht schön wäre, wenn es so wäre, aber dass es in der Realität aktuell im System, so wie es halt aktuell ist, nicht funktionieren kann. Selbst wenn du überall sozialistische Staaten hättest, selbst dann müsstest du doch eine gewisse ökonomische Gleichheit hergestellt haben, bevor du Freizügigkeit erlauben kannst.
Einfach weil du sonst trotzdem Wanderungsbewegungen hast, die langfristig nicht gesund sind. Meine Güte. Also, ja, also der Mehrheit der Bevölkerung könntest du das auch nicht erklären. Und wenn ich dann sage, die Mehrheit, die will das nicht, dann wird mir vorgeworfen, ach, du richtest dich also nach der Mehrheit. Nein, ich sage nur, dass die Mehrheit zumindest so schlau ist, dass sie die einfachen Punkte, die ich hier bringe, auch versteht und das entsprechend allen Umfragen genauso sieht wie ich. Das ist ein Argument dafür, dass das, was du da forderst, noch unrealistischer ist, als es ohnehin schon wäre unter den gegebenen politischen Voraussetzungen. Okay, ja, ich glaube, wir sind schon wieder bei diesem Einwanderungsthema. Wollen wir nochmal weiterspulen? Also, mich nervt das so richtig. Also, Und alleine schon aus der Tatsache heraus, dass wir wirtschaftlich auf Migration angewiesen sind, verstehe ich das Anliegen vom Agitator, der ja immer sich auf die Marktwirtschaft bezieht, gar nicht. Ich verstehe ja, seine warum auch Position nicht? einfach nicht. Es ist doch einfach, keine Ahnung, Warum Digga. bin ein Regelutilitarist? Das Fazit ist AfD, nein, nein, nein. Das ist immer das Fazit. Er ist kein Handlungsutilitarist. Aber wie gesagt, selbst bei der Prämisse, dass dann die Glückseligkeit erhöht wird, würde ich dir widersprechen. Aber das hatten wir ja eben schon. Echt? Aber dann ist es ja nicht der Utilitarismus, weil der Utilitarismus, der agiert mit der Die Maximierung Grünen. Glückseligkeit. Das ist sein Kriterium. Erhöht eine Ja. Handlung, die. Aber dann ist es das doch nicht. Explain. Hä? Ich habe Du hast gesagt, ich gesagt, würde. selbst wenn das, selbst wenn die Glückseligkeit durch die Nein, Freiheit zu nicht reisen. selbst wenn. Ich würde widersprechen, dass das, was du da Ach vorgeschlagen so, hast, die okay. Na dann. Glückseligkeit Ja, erhöhen würde. okay, dann passt, ja. Habe ich mich vielleicht ebenfalls ausgedacht. Ja, oder ich habe es falsch gehört. Das ist eh schon spät. Ja, das stimmt. Oh. Ich glaube, wir können auch. Extrem, Moment, ich Ja, ja, ich ich mal. frage Sei dich denn, noch du hast was. noch was. Ja, extrem hohe Kriminalitätsrate, viele Gewaltdemos, Parallelgesellschaften. Da beziehst du dich darauf? Ja. Ja, aber das ist ja auch ein Problem von Integration. Also nicht von Integration. Ja, das ist ein Problem, auch ein wirtschaftliches Problem, würdest du sagen. Ich wollte mich Ja, noch nicht sagen. definitiv, definitiv. Durch eine vernünftige Wirtschaftspolitik wäre dieses Problem viel geringer. Ja, und jetzt aufgrund dieses Problems Menschen sozusagen dem Vorurteil, dass sie kriminell sind, aufgrund dessen sie jetzt von der Einreise im Land abzuschrecken, auf dieser Basis, du sagst, die anderen Gründe mal ausgenommen, aber auf dieser Basis Menschen auszuschließen, ins Land reinzukommen, das wäre falsch. Aufgrund Nochmal von auf welcher Basis? Vorurteilen, dass sie krimineller sind. Was heißt Vorurteilen? Wenn es, also jeder Staat sollte selbst entscheiden, welche Personengruppen er inweit reinlässt. Und Gruppen, also Wirtschaftsmigration würde ich sowieso ausschließen. wir unterscheiden noch Naja, ethnisch. das, wie gesagt, Wirtschaftsmigration innerhalb der EU ist die ja gang und gäbe. Da ist das nun mal so, aber außerhalb der EU, die würde ich auf ein Achso, da ist absolutes es nun mal Minimum so. Das ist keine begrenzen. politische Entscheidung, dass man irgendwie in Oh Europa. Gott, ist das so schwer zu kapieren, dass wenn man die EU-Verträge komplett also komplett neu verhandeln würde, also die vier Grundfreiheiten irgendwie antasten würde, dass man da wirklich alles zur Disposition stünde und dass das viel schwerer umzusetzen ist als die Regulierung von Migration von außerhalb der EU. Also das ist doch jetzt kein komplizierter Punkt. Schon wieder, schon wieder, schon wieder. Ich glaube, wir spulen mal noch ein bisschen weiter. Schon wieder bei Migration. Bis der Talk rum war. Packt, packt, packt! Das war echt ne Gregor. Was? So. Erd von Du mir lügst Gregor in den als Kommentaren. totalitärer Wokist, aber es ist halt einfach auch mega, mega entlarvend, ne? Also da siehst du, dass halt so normale, gesellschaftlich normale moralische Standards schon irgendwie als Politisierung und Moralisierung gelten. No nations, no borders ist kein gesellschaftlich normaler Ja, Standard. Junge, geh doch mal nach Mexiko, geh doch mal nach Spanien. Was glaubst du, wie stolz die auf ihre Nationalität sind? Geh doch mal in diese ganzen Länder, also wirklich. Du siehst allein bei Fußball so. Gucken die alle kein Fußball? Ich weiß, also das ist allein so, dass da noch Indizien, wie stolz die einfach sind, wenn sie durchs Land fahren mit Flaggen und sonst wo. Ach, Argentinien, guck doch mal, wie die sich gefreut haben. Die sind stolz auf ihr Land. Sorry. Das kann man so Das sehen. Natürlich kann man das so sehen, dass ja, wir sind alle eine Welt und wir sind alles. Das gehe ich doch auch mit. Aber trotzdem kann man doch den Leuten den Nationalstolz nicht absprechen irgendwie. Also, oder kann ich sagen, ja, man ist stolz auf sein Land oder was auch immer. So, da soll doch jeder machen, wie er will. Und das hast du doch auch nicht zu bestimmen, ob das irgendwie. Also das muss ja jeder für sich selber wissen. Also, Hier keine bringt einer in Ahnung, den ich weiß Kommentaren nicht. einen interessanten Punkt. Werden diese Menschen aufwachen, wenn die erste Islampartei im Bundestag sitzt? Also das fände ich echt mal interessant. Also viele von den Zuwanderern, die wir gerade haben, die haben sehr viel konservativeres Weltbild als die Wokisten hier, was grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes sein muss. Also was die hier wollen, das geht ja wirklich auf keine Kuhhaut teilweise. Also
würde mich mal interessieren, wenn diese, also, wie gesagt, Islampartei ist gerade noch relativ illusorisch, dass die irgendwo ins Parlament einzieht, zumal die Muslime ja aus unterschiedlichsten Communities kommt. Also die Muslime auf dieser Welt sind ja keine geeinte Gruppe. Also es gibt ja wirklich verschiedene Gruppen, also beispielsweise bei den syrischen Muslimen, da sind viele Alawiten dabei. Die werden von den Sunniten als irgendeine abgedrehte Sekte betrachtet, von den Schiiten auch. Also die gehören da nirgendwo dazu. Dann hast du in der Türkei dann Aleviten dabei, nicht zu verwechseln mit den Alawiten, ist nochmal eine andere Gruppe. Also dann hast du als Mehrheit dann die Sunniten, aber inwiefern fragen sich arabische Sunniten und türkische Sunniten. Und die kurdischen Gebiete liegen ja auch in dieser Region. Also das ist ja nochmal, ist zwar keine eigene Nation, aber eine eigene Ethnie. Ist spannend, wie die sich alle dann untereinander, also meine Prognose, die werden sich nicht zu einer Partei vereinigen können. Ja, und bei uns gibt es die Proletopianer, die Agitatorianer und da gibt es halt noch diese Dekadentianer und ja, die werden auch von keiner Gruppe von ihnen akzeptiert. Nee, wir stehen alle hinter BSW, das ist relativ einfach. Wir stehen alle hinter BSW. Crack Egg Namen, du hast auch meinen Rant verpasst. Hallo Crack Egg. Agitator, es tut mir so leid. Ich wollte mache mir immer noch Gedanken darum. Es tut mir wirklich leid. Ich will wieder. Alles gut. Ich hoffe, du hast mich jetzt nicht und willst mich jetzt aus. Ich könnte verstehen, warum. Lass noch auf Jungfeldsalat fertig reagieren. Vielleicht sagt er noch was. Ja. Kuss auf die Lunge, sollst du auch bei deinen YouTube-Kommentaren anfügen. Ja, stimmt. Kann ich das noch bearbeiten? War ein sehr. Ja. Differenziertes. Also entweder wir haben all die interessanten Stellen übersprungen oder X-Wort Else hat mir ja tatsächlich ein bisschen viel versprochen. Also danke X-Wort Else, dass du dir die Mühe gemacht hast, aber oh Gott, das war ja wirklich nicht so sinnstiftend darauf zu reden. Also war ja nicht mal so ein Ausraster wie bei Dekadent dabei, es war aber halt dieses Bad Faith herangehen, aber nicht in so einer Dosis, dass man das irgendwie gegen die Wokisten popularisieren könnte. Das ist schade. Muss ich sagen. Oder ich habe die spannenden Stellen alle übersprungen. Eine differenzierte Debatte und hat auf jeden Fall ganz gut entlarvt, auf was für wackeligen Zahnstochern eigentlich das ganze Argumentationsfundament vom Agitator steht. Ja, wie gesagt, brauchst du das gar nicht, X-Wort Aids. Wie gesagt, wenn es nicht so interessant ist, dann brauchst du da, glaube ich, nicht. Deswegen reagiere ich lieber auf Twitter-Clips, weil die so schön kurz sind und da schon jemand alles rausgesucht hat. Zumal auch Scheinargumente benutzt wurden, das per se schon einfach wacker ist, ne? So in eine Debatte reinzugehen und sich inhaltlich austauschen zu wollen auf einem gewissen Niveau und dann halt Scheinargumente in den Raum zu ballern, ist halt schon peinlich auch. Finde ich. Da Scheinargumente. Wann waren eigentlich Jungfeldsalat mal in der Debatte? Da war ich. Stimmt. War der überhaupt schon mal? Er wollte ja keine Debatte. Mich hat er ja im Chat gebannt aus irgendeinem Grund. Ach so, natürlich. Man kennt's. Ich war nicht von Anfang an gebannt. Ich war da in der Debatte und habe dann gesagt, im Moment mal, was du hier gerade, also der hat 100% Leitern supportet in der Reaktion. Das ist ja dann auch gesehen, hast du auch gesehen und da habe ich dann halt im Chat geschrieben und die Frage, was ist deine Frau, die hat mich dann schließlich, ja, dafür wurde ich dann gebannt. Als Transfeind entlarvt. Ja, definitiv, Boah, definitiv. Ja, ja, weil ich finde das ehrlich so lächerlich. Also du kannst nicht mal auf solche einfache Fragen antworten, jeder von uns einfach nur Grundschulwissen wiederholen müsste, ohne gleich als irgendwas bezeichnet zu werden. Und das ist so lächerlich. Also, ja. Da habe ich falsch gelegen. Wer weiß. So, Leute. Wir machen jetzt noch was. Und zwar. Nee, das ist mir zu moralisiert dann auch. Gregor wird eine Bereicherung für. Vera wird eine Bereicherung für jeden Fall royal. Gregor, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du noch da bist, aber wenn du Bock hast, ich habe ein Debattenformat mit meinem Team aus dem Boden gestampft namens Infight Royal. Da geht's eigentlich um, sag ich mal. Grabenkampf. Themen, die. Ja, Grabenkampf mit noch irrelevanteren, noch langweiligeren Leuten. Hat Erwin drauf reagiert und. Was? Ich wollte nur sagen, wollen wir wetten, bei der ersten Unstimmigkeit bricht das ganze Format wieder zusammen. Wie beim Rahmenkampf im Grunde. Stimmt. Da war wirklich Selbst von Loom war leider nicht mit dabei.
Schade, schade, schade. Das wäre das wär lustig gewesen. Aber die wollen ja jetzt wirklich so einen neuen Grabenkampf machen. Erwin hatte da ja mal ein Video. Ja, die haben den schon gemacht. Der läuft schon. Das ist, also das ist, ich glaube ehrlich gesagt, das wird im Sande verlaufen, weil es niemanden juckt. Ja, Insasse fragt auch, was war jetzt ein Scheinargument von dir? Ja, das wüsste ich auch gerne. Deswegen bringt er auch kein Beispiel, damit man da so gut drauf eingehen kann. Das ist, das muss diese diskursorientierte, auf jeden Fall nicht schwarze Rhetorik sein. Die in der Community selbst kontrovers sind und die dann einfach diskutiert werden. Eine Folge ist schon online. Vielleicht hast du ja auch mal Bock. Ich würde auf jeden Fall. Verhandlungen könnte machen, wenn ich nicht drauf wäre. Ah! Okay, jetzt reagiert er auf Rezo. Gut, dann können wir, glaube ich. Was ist das für ein komischer Titel? Schwurbler übernimmt TikTok, wach auf. Nee. Okay. Rezo hat früher mal so gute Videos. Also, ich habe das Video noch nicht gesehen, müsste ich mir vielleicht angucken, aber der Titel macht mich dann doch arg. Der ist doch auch mittlerweile linksgrün versifft, der Rezo. Okay, das hast du jetzt gesagt. Aber das war, also ganz ehrlich, das erste Video gegen die CDU, da hat dann Drohnenkrieg der USA kritisiert, da hat er, was hat er denn noch kritisiert? Klimawandel und Bildungspolitik und Ungleichheit. Also das war ein gutes Video. Also das finde ich schade, dass er sowas nicht mehr macht, sondern in der Corona-Zeit hat er dann nichts Besseres zu tun gehabt, als gegen die Querdenker zu schießen. Und dann wirklich das ist mir damals nicht so aufgefallen, aber jetzt hatte ich gedacht, okay, diese Querdenker, die scheinen ja wirklich krass zu sein. Jetzt denke ich, okay, der Rezo, der hat da echt ja im Nachhinein diffamiert. Gesagt, ne? Also, ja, der hat da irgendwelche Knalltüten dann als wesensbestimmt für die gesamte Bewegung genommen und dann irgendwelche, Diffamierungsversuche aus dieser, ich nenne sie mal Volksverpetzer-Linken, für bare Münze genommen und gesagt, ja, guck mal, die schreiben das, alle rechts. Also, das fand ich dann schon seltsam. Ja. Also im Nachhinein jetzt. Später reflektiert man darüber auch. Auch dieses Video Zerstörung der Presse, schon damals habe ich nicht also da hat er ja gegen, er hat ja ziemlich gut aufgezeigt, wieso die Mainstream-Medien häufig journalistische Standards nicht einhalten, aber bei Ken Jebsen und so, da hat er irgendwelche besonders abgedrehten Clips gezeigt und guck mal, das sind solche Spinner, so wollt ihr doch nicht sein von den Mainstream-Medien. Und jetzt denke ich mir, okay, also bei Mainstream-Medien, da gehst du fair heran, da suchst du die Zitate, machst eine Auswertung, aber bei diesen Querdenkern, da reichen jetzt einfach ein paar aus dem Kontext gerissene Schnipsel, um irgendwas zu belegen. Also vor allem, sie suchen sich auch immer die extremsten Fälle raus da, ne? Sie zeigen dann immer die abgedrehtesten Leute dort auf den Demos oder sowas. Ja, ja. Oder bei irgendwelchen Sachen, so Leute, die an Mikrochips glauben oder was in der Impfung und das verkaufen sie dann, ja, so sind die alle, so nach Motto. Oder viele. Ja, obwohl das nur ein marginaler Teil ist, wirklich. Ja, aber dann hast du solche Gruppen, also sowas wie Verfassungsschutz, wie Volksverpetzer, ich weiß jetzt nicht, welche reellen Rezo damals genau hatte, also müsste ich mir das Video nochmal ansehen, aber dann hast du solche sehr, sehr tendenziösen Quellen, die dann behaupten, alle rechts oder Großteil rechts, also alles nachgewiesen, Verbindung zur rechtsradikalen Szene. Und dann Rezo so, okay, seriöse Quelle, alle rechts. Also, nee, so kannst du nicht vor. Also, so spaltest du nur die Gesellschaft. Ich weiß nicht, inwieweit Rezo das absichtlich gemacht hat, also brauchen wir jetzt nicht groß drüber zu diskutieren, aber fand ich da schon jetzt im Nachhinein auf jeden Fall bedenkliche Entwicklung. Ja. Ähm,